Alles war härter. Auf der Friedensdemo in Bonn, wo 100.000 Leute waren, da wurde Slime nicht gespielt. Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ansage mache, stehen 10, 15 Kollegen von uns mit Knüppeln auf der Bühne und sagen, okay, geht los. Dicken, komm mal vor, der Typ hier ist Slime. Und jetzt ist Kohle raus. Viele Leute mit großer Klappe, viele Leute mit wenig Angst, aber wir sind auch oft gerannt einfach. Die Stimmung wurde echt aggressiv, nicht aggressiv gegen uns, aggressiv gegen die Wärter, die da standen, die merken das auch. Es kippte gewaltig nach rechts. Du hast nachher nicht mehr Ole HSV gehört, du hast wirklich Ausländer rausgehört und so. Viele Leute denken, St. Pauli wäre so vom Himmel gefallen. 30.000 Antifaschisten in dieser Hütte da jetzt und so wäre das gewesen. Aber so war das natürlich alles überhaupt nicht mehr. Ne? Wir haben Häuser besetzt und dann haben wir einen Fußballverein besetzt. So war das. Das war eine freundliche Übernahme. Holt den Langhaarigen von der Bühne. Und da sagte Dicken dann doch tatsächlich irgendwann zu der Frau hinterm Tresen, mach noch mal eben zwei Biermäuschen. Es gab da tatsächlich ein Problem mit Nazi-Punks. Diese Gang um Slime rum hat auch einen ganz großen Anteil an dem Erfolg der Band. Ja, dann würde ich mal sagen, Deutschland muss immer noch sterben. So, und weg mit dem Scheißsystem. So. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass du die ersten Seiten in Biografien immer gerne überspringst, weil dich das nicht interessiert. Und dementsprechend wolltest du auch nicht so viel über deine ersten Lebensjahre sprechen. Genau. Ja, deswegen können wir es ja eigentlich auch ganz kurz halten. Du bist 1960 geboren. Willst du vielleicht ganz grob mal erzählen, was das für eine Zeit war? Ja, also die Biografien von Ozzy Osbourne oder Johnny Rotten, die ersten 100 Seiten, wenn es um die Lebensjahre 0 bis 13 geht, die überspringe ich. Und im Grunde genommen kann man das bei mir genauso machen. Das ist halt eine gut bürgerliche Familie. Vater Seemann, Hafenarbeiter. Mutter Hausfrau und ja, ein bisschen im Büro gearbeitet. Sehr, ja, sehr gut bürgerlich. So, ne? So ist das Viertel auch, Hamm-Eilbek auf der Grenze, so Hasselbrookstraße. Das ist halt eine bürgerliche Geschichte. Allerdings muss man sagen, dass die Zeiten natürlich auch echt noch ganz andere waren. Die Erziehungsmethoden waren ganz andere als heute. Man muss sagen, also meine Eltern waren keine Nazis. Das behaupten ja viele Leute, dass deren Eltern keine Nazis gewesen sind. Aber also sie waren wirklich keine. Aber sie waren so richtig, sie waren so Klischee eines Deutschen. So, ne? Autoritätshörig, der Lehrer hat recht, der Bulle hat recht, die Nachbarn haben recht, aber bloß nicht das eigene Kind hat recht. So. Und so war das auch an der Schule. Du musstest, ich kann mich erinnern, dass du noch Ende der 60er, Anfang der 70er, musstest du aufstehen, wenn der Lehrer den Raum betreten hat. So, der Lehrer konnte dir ungestraft mit Lineal auf die Hände ballern. So. Und so muss man sich diese Situation vorstellen. So, ne? Und musikalisch, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben, immer Musik gewesen, war dann Ernst Mosch und die Egerländer und das war deutsche Schlagermusik. Und die einzige Reminiszenz an englischsprachige Musik war Johnny Cash. Deshalb habe ich Johnny Cash gehasst wie die Pest damals, weil er ein Sinnbild war für diese Zeit. In späteren Jahren ist Johnny Cash natürlich, muss man so sagen, ist natürlich ein brillanter Musiker gewesen und auch ein richtig guter Typ gewesen. So. Aber so muss man sich diese Situation vorstellen, auch gesamtgesellschaftlich so, Anfang der 70er. Da sitzen noch Nazis in den Parlamenten. Da sitzen Nazis beim Verfassungsschutz noch, beim BND und so. Da hat eine Entnazifizierung aber so gar nicht stattgefunden bis dato. Und dann kommt irgendwann die 68er-Bewegung. Und die 68er-Bewegung, über die kann man ja auch zum Teil wahrscheinlich zu Recht lachen. So, mit ihren Erziehungsmethoden, wo sie ihre Kinder dann komplett frei erzogen haben. Und die mussten aber dann trotzdem in die normale Welt und sind daran dann gnadenlos gescheitert. Die sind alle irgendwie in Psychotherapie gegangen und so. Aber man muss sagen, die 68er haben auch eine ganze Menge bewirkt. Die haben unglaublich viel aufgebrochen von diesen starren, verkrusteten Verhältnissen. So, ne? Und so in meinem Gefühl, von meiner Erinnerung war das so, dass dann so 72, 73 so zum ersten Mal dann auch lange Haare auftauchten. Ne? Die Leute haben Jeans getragen. Meine Eltern haben mich damals immer noch zum Friseur, also Friseurbesuch war für mich schlimmer als ein Zahnarztbesuch, weil ich immer so einen Pottschnitt hatte, so grauenhaft, wenn um dich rum die Leute schon anfingen, lange Haare zu haben und vernünftige Klamotten zu tragen, dann bist du natürlich der letzte Arsch gewesen. Und zum Glück hatte ich einen Onkel, der leider viel zu früh verstorben ist, Bernd, und der hatte mich 1973 mit einer Art von Musik bekannt gemacht, die mir, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Nämlich zum Beispiel unter anderem T-Rex, den wir hier vorne sehen, Mark Bohlen. Man muss sich das vorstellen, ich habe gedacht, Musik ist ein Kulturgut, was es für mich nicht gibt.
Ne? Also das ist nur was für die Elterngeneration. Musik gibt's nicht für mich. Im Radio läuft also wirklich nur läuft den ganzen Tag die Scheiße, um was bist zu zitieren. Und dann kommt dieser Onkel von mir, der hat einen Afro, der ist Vespa gefahren, leider viel zu früh gestorben. Ich glaube, dass er auch gekifft hat. Und der spielt mir Children of the Revolution von T-Rex vor 1973. Und das ist eine Offenbarung gewesen. So, ne? Das hat wirklich, das war dann Aufbruch. So, ne? Ja, das, heutzutage ist das ja alles verfügbar. Damals gab es nur das, was einem im Radio... Ja, damals gab es, es gab dann Piratensender, Radio-Piratensender. Unter anderem viel in Holland, die waren auf Schiffen und lagerten außerhalb der, weiß ich nicht, 20 oder 30 Seemeilenzone, sodass sie in internationalen Gewässern waren. Und diese Piratensender waren nicht wie später Radio Hafenstraße Propagandasender, so wie wir bei Radio Hafenstraße dann damals in der Barrikadenzeit politische Propaganda verbreitet haben, sondern diese Piratensender waren nur dazu da, dass du Rockmusik hören konntest. Und dann gab es im Fernsehen, dann gab es irgendwann den Beat Club, ne, von Radio Bremen. Und dann hast du so zum ersten Mal Bands gesehen, ja, wie, oder auch dann hast du Leute, also Musiker mit solchen Haaren gesehen und so. Das war wirklich, das war eine Offenbarung einfach. Ne, so. Wie es für mich eigentlich damals dann irgendwann Jahre später nur noch mal Punkrock war. Ne, so. Das waren so die zwei Offenbarungen in meinem Leben, musikalisch gesehen. So. Und wann kam so die Politisierung in dein Leben? Also 75, 76. Und es hatte sehr, sehr viel zu tun mit der Anti-AKW-Bewegung. Das war das große Thema damals. Das war einfach zügig klar, dass AKWs nicht nur dein Leben gefährden, sondern das deiner potenziellen Kinder gefährden. Also ich habe bis heute keine, aber als wir dagegen demonstriert haben, hat der Staat mit einer Brutalität und einer Konsequenz ist dagegen vorgegangen, dass das ganz schnell auch ins Militante überkippte. Die ersten Brockdorf-Demos 76, das war von Anfang an, waren das sehr militante Geschichten, aber auch von unserer Seite aus. Wir haben gesagt, also wir stürmen den Bauplatz so, ne? Und wenn ihr euch da hinstellt, dann seid ihr diejenigen in euren Uniformen, die dieses menschenfeindliche Konstrukt, ein AKW, dann schützen. Und dann müsst ihr euch auch mit uns anlegen. So, ne? Also so 75, 76 ging das los mit den militanten Demos. So. Kannst du dich noch an deine erste Demo erinnern oder generell an die Anfangszeit? Welche Personen haben dich da geprägt? Wer hat dich, da Leute mitgenommen? Ich bin mit 16 von zu Hause weg. Weil die Verhältnisse zu Hause einfach nicht mehr gingen, ne? Das war nicht mehr tragbar. So, das war einfach zu restriktiv, die Erziehungsmethoden. Und es war auch klar, dass wir und dass meine Alten und ich da nicht weiterkommen werden. So. Und dann bin ich mit 16 von zu Hause abgehauen und bin da ganz schnell in der Polizeiszene gelandet am Hafen, wo sich auch in späteren Jahren sehr viel abgespielt hat. Nicht nur die Hafenstraße, sondern dass auch die Punkszene in Hamburg ist da entstanden. Und ich bin dann schnell in so einer linksradikalen Polizszene gelandet. So, ne? Und damit dann auch schnell auf den militanten Demos in Brockdorf, Grunde, Kalka. Das waren so die AKWs, die da gerade im Bau befindlich waren. Und ja, das prägt dich natürlich, wenn du dann das Ganze, wie gesagt, eine militante Ebene von Anfang an hat. Ne? So, ich habe aber auch politische Arbeit gemacht, ich habe Flugblätter geschrieben, ich habe mich mit der Atomkraft beschäftigt. Also es war nicht nur so ein Randale-Ding, so, um das mal so zu sagen. Es war kein Hooligan-Ding oder so. Das war schon, ich war Mitglied im Kommunistischen Bund. Und damals gab es irgendwie 6 oder 7 K-Gruppen. Also wenn du 30 Kommunisten hattest, dann haben die KPDML oder den KBW. Oder ich war im Kommunistischen Bund, das war der größte, die hatten den Arbeiterkampf, das war die Zeitung von dem. Also ich habe auch wirklich politische Arbeit betrieben so, ne? Und bin nicht nur auf die Demos gerannt. Ja, das, also 76 waren dann diese großen Brockdorf-Demos, ja. Und 77 ist dann ja etwas stattgefunden, was auch sehr prägend für dich war, nämlich in Malville die Demonstration, das ist in Frankreich, ja. Jetzt auch nicht gerade um die Ecke, sage ich mal. Wie kam es dazu, dass ihr da hingefahren seid? Weil der Protest von Anfang an auch international ausgelegt war. Ne? Also in Brockdorf waren auch Genossen und Genossinnen aus Frankreich und aus Belgien und aus Holland, auch immer viele schon aus Amsterdam, traditionell auch eine sehr rebellische Stadt. Und dann fährt man dahin nach Malville und das war schon heftig, weil die Franzosen sind einfach hart drauf. Die versenken auch das Schiff, die Rainbow Warrior von Greenpeace mal eben im Hafen, ne? Und das ist 30 Jahre später gewesen. Das heißt, die Franzosen sind da knallhart und die haben mit Offensivgranaten geschossen. Malville, auch im Bau befindliches ein schneller Brüter und da waren so ungefähr 60.000 Demonstranten und die CRS,
Das ist so die Spezialtruppe, so wie die BGS oder GSG 9 in Deutschland, das Äquivalent dazu. Die haben mit Offensivgranaten geschossen und da hat es dann auch einen Toten gegeben, dem ist das vor der Lunge explodiert. Mhm. Und es gab zwei Schwerverletzte, weil, und das waren Deutsche, weil wir gedacht haben, wir waren es so gewohnt von unseren militärischen Demos, dass wenn du Handschuhe anhattest oder dir ein Handtuch genommen hast, dann konntest du die Rauchbomben oder die Tränengasgranaten konntest du aufheben und sie wieder zurückschmeißen. Return to sender, um es mal so zu sagen. Und, aber diese Dinger waren Offensivgranaten und die haben den Leuten dann die Hand abgefetzt. So, ne? Und da war ich 17 und das war schon, ja, das war schon heavy. Am nächsten Morgen sitzen wir bei so französischen Genossen beim Frühstück und da kommt einer mit der Zeitung rein, da steht Un mort à Malville, ein Toter in Malville. So, und das ist schon, da wurde dir dann nochmal bewusster, wie hart der Staat dann so zuschlägt, wenn es an die Millionen geht, weil natürlich AKWs, ich meine, das ist ein Milliardengeschäft gewesen. So, ne? Und sobald du das in Frage stellst oder aktiv angreifst, dann schlägt der Staat halt auch sehr, sehr hart zurück. So. Ja, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass der Tote in Malville, dass es ein Physiklehrer war. Also das war jetzt nicht irgendwie der Krawalltourist oder so, sondern das war ein französischer Physiklehrer. Ja, genau. Ja, und so geht es dann auch weiter. Und die Militanz, die steigerte sich auch. Ne? Es gab dann einen Toten in Hamburg bei einer Anti-Strauß-Demo. Olaf Fürzmann, ein 16-Jähriger, der von den Cops auf die Gleise von der S-Bahn getrieben wurde. Und der war so in Panik, dass er nicht gesehen hat, dass die S-Bahn gekommen ist. Und der ist aber draufgegangen. Das war bei einer Anti-Strauß-Demo. Es hat gekracht auf jeder Demo. War klar, es kracht. So, ne? Und du hast dich auch ausgerüstet. Es war so, ich habe damals in so einem Betonviertel gewohnt in Hamburg, Steilshoop. Und an den Tagen vor den großen Demos waren sämtliche Ascheimerdeckel weg, weil wir die Dinger abgeschraubt haben, weil das waren unsere Schilde, so gegen die Bullenknüppel. Wir haben die ganzen alten Autoreifen aufgeschnitten und haben uns die über die Schulter gelegt, weil die Bullen immer als erstes versucht haben, dir mit dem Knüppel den Knochen hier zu zertrümmern. Halt, so. Schulterbein. Das Schlüsselbein zu zertrümmern. Genau. Und so sind wir dann auf die Demos gelaufen, ne? Mit Ascheimerdeckeln, wo du dir drin dann so eine Halterung gebaut hattest, angeschraubt hattest und über den Schulterpolster und hatten selber auch Knüppel und hatten natürlich auch Helme auf. So, ne? Also das hat wirklich jede Demo hatte einen friedlichen Teil dabei hinten dran. Und vorne war der militante Teil. Und das waren aber Tausende. Also es war nicht irgendwie, dass das eine kleine radikale Minderheit war, sondern es war klar, wir müssen zurückschlagen. Keine Gewalt ist eben manchmal auch keine Lösung. Aber wir haben Gewalt immer als eine Notwehr, als eine legitime Notwehrgewalt begriffen. So, weißt du, das war ganz wichtig. Und hat es auch Spaß gemacht? Ja, ich natürlich, also bis zum gewissen Punkt, also mit 16, 17, 18, mit Tausenden von Leuten und da so ein bisschen, natürlich hat es. Was eier ich hier rum? Natürlich hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mit entsprechender Musik dazu, Tonscheine, Scherben, die dann kamen. Na? Natürlich hat es auch ein bisschen Spaß gebracht, aber in dem Moment, wo du auf die Fresse gekriegt hast oder wo dir alle vier Ecken der Zelle gezeigt wurden, das war eine Spezialität in Hamburg an der Bachel-Budapester Straße gegenüber vom Stadion von St. Pauli, da ist jetzt ein Hotel drin. Und da war es dann mit dem Spaß auch ganz schnell vorbei, weil alle vier Ecken der Zelle zeigen hieß, dass du, also erstmal waren die Zellen im Keller unten, das heißt, er zog sich die Handschuhe an, dann bist du die Treppe runtergefallen, weil er dir natürlich einen Tritt in den Arsch gegeben hat, der Bulle. Und dann sind sie irgendwann nachts sind sie gekommen, dann hast du immer dieses schwere Geräusch von den Bolzen, von diesen Zellentüren gehört. Und dann wusstest du, jetzt kriegst du auf die Fresse, jetzt kriegst du alle vier Ecken der Zelle gezeigt. Das heißt, du hast richtig auf die Fresse gekriegt. Das heißt, irgendwann war es dann auch mal vorbei mit dem Abenteuer so, ne? Ja. Und hattest du damals das Gefühl, dass du also dich so von der Gesellschaft komplett entfernst, dass ihr eure eigene Gesellschaft aufbaut und gab es da so ein Ziel vielleicht auch dahinter? Also wir haben eine Gegengesellschaft aufgebaut auf jeden Fall, ja. Wir haben dann, das ging dann los, also es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es dann mehr linke Druckereien in Hamburg als normale Druckereien zum Beispiel. Na, also man hat Kneipenkollektive gegründet, man hat schon versucht auch so eine Gegengesellschaft da aufzubauen. Und war es auch mit so einer gewissen Angst verbunden, sag ich mal? Hast du dich da von bestimmten Leuten entfernen müssen, von der Familie oder so? Ja. Da unter anderem aber allerdings auch deshalb, weil ich hatte nie ein Iro, aber ich habe immer rot-grün, bunt gefärbte Haare gehabt.
Und mein Alter hat zu mir gesagt, entweder setzt du dir eine Mütze auf, hat Gunnar gesagt. Du setzt dir eine Mütze auf, wenn du mich besuchen willst. Und ich habe gesagt, fick dich, dann besuche ich euch nicht. Das heißt, ich hatte, glaube ich, irgendwie 2 Jahre oder so keinen Kontakt zu meinen Alten. Weil vorher haben ihm die langen Haare nicht gepasst. Dann waren die weg und dann waren es die grünen Haare. Und das hat ihm halt auch nicht gepasst. So, ne? Ja, man hat sich schon auch von Familie auf jeden Fall entfernt und hat seine eigene Familie sozusagen gegründet, die ausgesuchte Familie, nicht die Blutsfamilie. Ne? Du hast dann wirklich auch in WGs gewohnt, dann ging das Häuserbesetzen los, ne? So halt. Und wer waren da so deine Vorbilder oder die Inspiration damals? Etwas früher, in den 68er Jahren, ist ja in den USA sind da ja ganz ähnliche Sachen passiert mit den Chicago 7 und so weiter. Habt ihr das damals mitbekommen? Waren das sowas wie Vorbilder für euch? Oder? Ja. Klar, es gab ein Buch, das hieß Do It von Jerry Rubin. Dann haben wir natürlich auch so die ganzen Black Panther-Geschichten, ne? Also wo die Schwarzen sich bewaffnet haben. Und dann gab es eine Band, sehr wichtige Band, MC5, wegen Motor City 5. Und die haben in einem ganzen besetzten Haus auch gewohnt tatsächlich, in Detroit, deshalb Motor City 5, MC5. Und die waren bewaffnet, das hat man dann hinterher auch erst erfahren. So, da hat auch eine Bewaffnung. Dann natürlich auch irgendwie, klar, dieses Klischee Che Guevara natürlich, auf jeden Fall, klar. Natürlich ist Che auch ein Ideal gewesen. Dann waren auch lustige Sachen, also ich meine, eine Zeit lang ist jeder Linke in Hamburg mit der Mao-Bibel rumgelernt. Mao ist letztendlich auch ein Arschloch gewesen und ein Massenmörder, das muss man einfach mal unterm Strich mal so festhalten. Aber das war ja reinste Provokation natürlich, ne? Womit konntest du am meisten provozieren? Und man muss sich diese Zeit wirklich nochmal vor Augen führen. Also ich meine, 76, ich bin Gymnasium Borgfelde 76 und da haben wir dann die RAF in Deutschland, den Deutschen Herbst. Und ich stehe da als 16-Jähriger im Gymnasium, im Klo und hab so ein Edding dabei und krickel, krackel so einen ganz schlechten Raffstern übers Pissbecken. Ich komme am nächsten Morgen aufs Schulgelände und da stehen 3 Zivilfahrzeuge des FD7, das ist die politische Polizei in Hamburg gewesen. Weil ein 16-Jähriger mit dem Edding einen ganz schlechten Raffstern reingekriegelt hat, weil ich konnte nie zeichnen, ist am nächsten Tag die politische Polizei aufgetaucht, weil mich einer verpfiffen hat und der hat das dem Hausmeister verpfiffen. Der Hausmeister ist zum Schulleiter und der Schulleiter ist zu den Bullen, die Bullen sind zur politischen Polizei. So, in solchen Zeiten hast du gelebt. Ne? Solchen Druck bist du auch von der Gesellschaft ausgesetzt gewesen. Ne? Das ist schon heftig gewesen. Ja. Da ist genau diese Hans-Martin-Schleier-Geschichten und die Flugzeugentführung und solche Sachen sind genau da zu der Schleier, Zeit. Hubert Ponto, Schleier, der nächste ist ein Bayer und damit war Franz Josef Strauß gemeint. Aber den haben sie nie erwischt. Du bist dann auch nach Berlin zu der Zeit irgendwann wahrscheinlich. Du hast das Abi abgebrochen. Und dann ich habe das Abi abgebrochen und dann sind wir irgendwann in Berlin gelandet. Und da habe ich auch im besetzten Haus gewohnt, ein Dreivierteljahr. In Kreuzberg, natürlich in Kreuzberg, wo sonst. Und da natürlich auch in 36, Kreuzberg in 63. Man ist natürlich, Kreuzberg besteht nur aus 36. Das heißt Oranienstraße, Waldemarstraße, Adalbertstraße, Cottbusser Tor. So die Ecke. Und da haben wir mit 3 Hamburgern im besetzten Haus gewohnt. Allerdings Berlin war hart. Berlin ist immer alles härter gewesen. Alles war härter. Die Drogen waren härter, das heißt, das Heroin hielt sehr, sehr schnell Einzug, wo du in Hamburg noch beim Bier und beim Joint gewesen bist, haben die Leute in Berlin schon längst die Nadel im Arm gehabt. Die Hauereien mit den Bullen waren noch heftiger. Die waren so heftig. Und ich weiß noch genau, diese 3 Hamburger, also noch 2 Jungs und ich, wir mussten nach Hamburg zurück, weil wir irgendwelche Ämter-Scheiße, Sozialamt oder was, regeln mussten und hatten vor, eigentlich nur das zu regeln. Und dann ganz schnell wieder nach Berlin zurück. Und wir sind nie wieder nach Berlin zurückgegangen. Weil als wir in Hamburg waren, haben wir festgestellt, Alter, hier fällt gerade eine Last von uns. Ne? Berlin musst du stehen können. So, ne? Das ist irgendwie auch noch ein bisschen heute so. Heute ist Berlin ja noch mehr Moloch. Und Berlin war immer hart. Berlin war heavy. Allerdings haben wir mit Slime auch ja da eine Band gehabt, mit der wir sozusagen, wie St. Pauli und Celtic, war das die Betonkombo und Slime damals. Das heißt, Slime, es gibt bis heute Leute, die glauben, dass Slime eine Berliner Band ist, tatsächlich. Weil es gab Zeiten, in denen wir mehr in Berlin gespielt haben als in Hamburg. So, ne? Also. Ja, also die Slime-Gründung war ja 79. Ja. Erstmal mit einem anderen Sänger, sozusagen Scout, der aber von Anfang an eigentlich als Notlösung, sage ich mal. Ja, ich erinnere mich an. Also 79, ich hatte eine Band, die hieß The Kreislaufkollaps. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das musste immer irgendwie einen englischen Bezug haben, weil es kam ja nun Punkrock, kam ja nun mal aus England.
Und ja, wir konnten nichts. Wir hatten genau einen Song, der hieß Aggressivität und 220 Volt. Das war eigentlich das Einzige, was wir gemacht haben. Das haben wir 8 Minuten lang ausgebreitet. Und das war ein Jugendzentrum in Langhorn im Norden von Hamburg. Und da spielte eine Band, die hieß Slime. Und da sang Scout. In dem Slime-Buch steht, er war selbst für Punkrock zu amusikalisch. Naja, Scout hat den Punk-Begriff eigentlich gelebt. Er hat rumgegrölt an Stellen, die ihn überhaupt nicht passten von der Musik, aber es war ihm egal für ihn. Er hat da seinen Punk ausgelebt. Naja, und Elf aber war damals schon derjenige, der Gitarrist von Slime, der die Songs geschrieben hat und der auch da musikalisch da so mal so ein bisschen so einen Rahmen reinkriegen wollte. Und er fragte mich also bei diesem Konzert im Jugendzentrum, damals hast du in Jugendzentren gespielt, weil du als Punkband im Grunde keine andere, also keiner hat dir eine Auftrittsmöglichkeit gegeben, weil den Leuten das zu heiß war in den Venues. Und deshalb waren da so, ja, dann hast du immer so linksliberale Sozialarbeiter gehabt und die haben dich dann im Jugendzentrum spielen lassen. Naja, und wie ich nach meinem Auftritt mit The Kreislaufkollaps und dem Geschrei von Scout, kam Elf dann der Gitarrist an bei mir und sagte, sag mal, kannst du Police and Thieves, ein alter Reggae-Song in der Fassung von den Clash singen? Also ja, klar kann ich das singen. Und das ist der Einstieg dann gewesen. Danach war ich dann der Sänger von Slime und Scout war raus. Aber Scout ist heute immer noch ein sehr guter Kumpel. Er hat das dann auch über die Jahrzehnte einsehen müssen, dass das mit seiner Sängerkarriere dann irgendwie nicht so funktioniert hat. Wie ging es dann los mit Slime? Was waren... Ja, das war also sehr schnell war klar, dass wir haben... Es gab im Punk mehrere Strömungen, aber es gibt zwei Hauptströmungen, kann man sagen. Einerseits gab es die Ramones aus Amiland und andererseits gab es die Clash. Und die Clash waren uns immer näher, weil die Clash von Anfang an sich auch als eine politische Band verstanden haben und dementsprechend die Texte auch waren. Und deshalb war ziemlich von Anfang an klar, dass wir es auch als Punk als politisch begreifen und dementsprechend die Texte auch sein werden. Wobei man eigentlich dazu sagen muss, es gibt ja auch das Gerücht, ich hätte nie Texte geschrieben. Das stimmt nicht. Zum Beispiel Klassiker wie der HSV-Song Block E, denn wir sind damals noch HSV gewesen, so, der ist von mir. Der 1,7 Promille Blues, der Punk Blues, ist von mir. Also wir haben halt auch, dann hatten wir einen Song über ein Bier, Karlsquell, das war das Bier, was wir damals gab es beim Aldi. Für 10,49 hast du 24 Dosen eine ganze Palette gekriegt, das war natürlich unser Bier. Und wir haben auch am Anfang Party-Songs gehabt, so, ne? Aber klar, ganz schnell war dann auch natürlich ACAB da, Deutschland muss sterben da, legal, illegal, scheißegal, so, ne? Und dafür ist Slime ja auch berühmt geworden, dass wir die Radikalität, die andere Bands haben vermissen lassen, denen war das einfach zu hart da, ne? Das haben wir halt gnadenlos durchgezogen, sind daraufhin ja auch zensiert worden. Wir haben keine Bullenschweine, Deutschland muss sterben, ACAB ist zensiert worden. Deutschland muss sterben ist dann ja Jahrzehnte später vor dem obersten deutschen Gericht als unter der Kunstfreiheit dann erlaubt worden tatsächlich. Da ist jemand, der ein Demoanmelder in Berlin hat diesen Song laufen lassen, der lief eigentlich auf jeder Demo, Deutschland muss sterben. Und der ist dann angeklagt worden und dann ging es vors Bundesverfassungsgericht, also vors höchste deutsche Gericht auf jeden Fall. Und da wurde dann die Vergleiche zu Heinrich Heine gezogen, zu einem Gedicht von dem, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und unter der Kunstfreiheit ist das dann erlaubt worden. Bullenschweine und Polizei SASS sind bis heute verboten. So, ACAB kann man spielen, ja. Das waren halt tägliche Erfahrungen, die wir erlebt haben. Wir sind, damals war in Hamburg, es gibt ein Viertel, das heißt Karo-Viertel, das ist zwischen dem St. Pauli-Stadion und dem Fernsehturm. Ein ziemlich abgeschlossenes Viertel. Und dieses Karo-Viertel, das war das Punk-Viertel. So, ne? Da gab es eine Kneipe, Marktstube. Und da kamen dann irgendwann auch die Klamottenläden dazu. Dann gab es einen Plattenladen, Rip-Off, wo dann auch mal Nina Hagen rumsaß zu der Zeit. Plötzlich, du bist reingekommen, da sitzt plötzlich Nina rum. So. Geil. Und das haben die Bullen dann immer gerne am Wochenende dann auch einfach dicht gemacht. Da gibt es nur 3 Eingänge. Und du bist eingeknastet worden, hast auf die Fresse gekriegt, ohne dass du eine Straftat begangen hast. Deine einzige Straftat war, dass du ausgesehen hast, wie du ausgesehen hast und tatsächlich diese Musik gehört hast. Und dann haben die uns immer in die Suburbs von Hamburg gefahren, zu einer Uhrzeit, wo die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fuhren. Das heißt, sie haben dich irgendwo am Arsch der Heide nachts um 3 ausgesetzt, 16-Jährige ausgesetzt, ohne Kohle, sie auch kein Taxi holen, Handy gab's nicht. Und dann musstest du 2 Stunden lang irgendwo durch die Walachei latschen und warten, bis die erste S-Bahn fährt. So, das ist ein berühmter Spaß immer von den Bullen gewesen, uns morgens um 3 irgendwo am Arsch der Heide auszusetzen. So. Ja.
Ich würde jetzt mal mit einem Ausschnitt hier beginnen. Ja, ich habe ja vorher noch ein paar weitere Interviews geführt mit Weggefährten von dir, unter anderem auch mit Scout. Ja. Und der hat von einer Sache berichtet, denn ihr hattet in der Zeit nicht nur mit den Bullen Stress, sage ich mal, sondern es gab auch noch andere Gruppierungen, mit denen ihr zu tun hattet. Und ja, davon berichtet er hier. Ich gebe dir das gleich mal rüber. Lass mal in die Hand, du kannst ja einfach Play drücken. Nimm es einfach. Also Freunde hatten wir eigentlich gar nicht, jedenfalls in der Anfangszeit. Das war mehr so, Millwall, no one likes us, we don't care. Feinde gab es schwachsinnigerweise, so Alt-Rock'n'Roller, Teddy Boys, ja, wie das zustande kam, ich glaube, das kam wirklich aus einem schwachsinnigen Zeitungsartikel, weil Johnny Rotten in London mit irgendeinem Teddyboy aneinander geraten war. Ist meine Theorie. Ich habe sonst keine Ahnung, wie es zustande kommt. Ich mag alten Rock'n'Roll. Ich mochte immer Rockabilly, mochte auch den Style. Die Jungs, die damals in Hamburg so rumgelaufen sind, Ende der 70er, die waren auch ein bisschen älter als wir, also eher so um die 20. Großneumarkt war so ein Gebiet von denen. Und keine Ahnung, warum die uns nicht mochten, das kann ich gar nicht sagen. Vielleicht geht das auf diesen Artikel zurück. Auf jeden Fall war irgendwie in der Luft, Teddy Boys, also Rock'n'Roller und Punks sind Feinde. So, das wusste man einfach. Und mit denen gab es eben auch also durchaus Laufereien und Ärger und Hauereien. Ne? Da gab es auch manchmal, da hatten wir uns auch mal zu einer Hauerei verabredet. So ein bisschen, so wie das später Hools gemacht haben, das war am Langer Nordbahnhof, da sind die nicht gekommen, dafür sind die Bullen gekommen. Und wir hatten dann richtig, richtig Alarm mit den Bullen und so. Ne? Aber vor denen musste man aufpassen. Ne? Also gerade wenn man da Großneumarktgebiet und so, das war nicht schön. Und die waren, wie gesagt, tendenziell waren wir immer die Schwächeren. Wir waren wenig Hauer dabei, viele Leute mit großer Klappe, viele Leute mit wenig Angst, aber wenig Leute, die gute Hauer waren. Das muss man auch mal sagen. Glaube ich, reicht das? Das Schlusswort. Wir sind auch oft gerannt, einfach. Wir sind auch oft gerannt. Ja, er hat recht. Man hat sich dann auch verabredet, Hauptbahnhof Süd zu einer Hauerei mit den Teds, auf dem Bahnsteig unten. Und da standen beide Gruppen, aber das haben die Bullen dann auch wieder spitz gekriegt. Ich habe mal einen Teil meines linken Eis verloren. Also das war halt so, dass du als Punk bist du U-Bahn und S-Bahn gefahren. Du hast kein Geld für Taxi und kein eigenes Auto. Und dann bist du immer, dann hast du dich, wenn die U- und S-Bahn eingelaufen sind auf den Bahnsteig, dann hast du dich so hingestellt, dass der ganze Zug, weil du konntest ja reingucken, sind ja offene Fenster, zumindest damals gewesen, glaube ich, heute immer noch. Und dann hast du den ganzen Zug an dir Revue passieren lassen und hast genau geguckt, sitzen da Teddyboys drin. Und ein einziges Mal mache ich das nicht, bin irgendwie abgelenkt, gucke woanders hin, steige ein, die Türen gehen zu, ich drehe mich um, da sitzen 6 Tests und sagen, yo, Digga, geil. Ja, und dann bin ich Berliner Tor raus und habe noch versucht, irgendwie wegzukommen, aber dann haben die mich gestellt und dann gab es halt auch immer Tritte in die Eier und dann hatten die eine Frau dabei, die dann irgendwann angefangen hat zu schreien, der hat genug, hatte ich auch ehrlich gesagt, hatte ich auch genug dann. Ja, auf die Tests musste man aufpassen, das stimmt schon. Aber wie Scout sagt, auch ich selber, ich meine, ich habe die Stray Cats tätowiert, eine Rockabilly-Band, ne? Wir haben eigentlich auf die Musik gestanden, eigentlich ist das total schwachsinnig gewesen. Aber das war so, es gibt einen Film von den Who auch, Quadrophenia heißt der die Hauereien Mords gegen Rock unten am Strand in Brighton in England darstellt. Und das war irgendwie so, dass das musste so sein. Man musste irgendwie ein Feindbild haben. Es waren auch alles Gangs. Die Punks waren Gangs, die Tats waren Gangs, die HSV-Fans waren eine Gang. Ja, jetzt konnte man die Püsseldorf-Geschichte natürlich mal erzählen, if the kids are united. Yes, so. Es gibt dann diesen einen Tag, es gibt einen Stadtteil in Hamburg, Püsseldorf, das ist so ein Upper-Middle-Class-Stadtteil, also schon irgendwie ein reichen Stadtteil. Roter Baum ist das. Roter Baum ist es, so U-Bahn-Hallerstraße und so. Und damals wurde sich immer getroffen zum Musikhören und Bier trinken am Münkebrunnen, das ist mitten in der Innenstadt in Hamburg, da gibt es heute noch einen Plattenladen, Michelle Records, den gab es damals schon. Alle Achtung, dass es den immer noch gibt, super geil. Und eigentlich verfeindete Gruppen trafen sich da auch. Und es gab eine Punkband, die hieß Sham 69 aus England. Und die hatten einen Hit, der hieß If the Kids Are United. Und
dieser Song läuft am Mönckebrunn. Eigentlich verfeindete Gruppen, HSV-Fans, Punks und Tats, hören diesen Song. Und das ist wirklich, man kann das irgendwie kaum glauben, aber so hat sich tatsächlich abgespielt. Irgendwann sagt, ey, wir haben doch einen gemeinsamen Feind. Und jetzt fahren wir nach Püsseldorf alle zusammen, weil if the kids are united. Und jetzt zeigen wir es mal den Reichen und den Rich Kids. Ja, und dann haben wir da so den Stadtteil von denen dann auseinandergenommen mit eigentlich verfeindeten Gruppen unter diesem Motto von Jam 69, if the kids are united. So. War Punk denn von Anfang an was Politisches eigentlich? Ja, ich habe ja schon mal gesagt, für uns ja. Für andere Punkgruppen oder Szenen in Deutschland nicht unbedingt. Also Düsseldorf, die hatten zwei, das eine war so eine Kunstpunk-Richtung, das waren so Kunststudenten, die dann diese Musik benutzt haben, um so auch irgendwie Performances und so auf der Bühne musikalisch zu untermalen. Und dann haben wir natürlich die Toten Hosen, Vorläufer KFC. Das war nicht so unser Ding. Ne? Also unser Ding war schon auch in Schwarz rumrennen und ganz klar Deutschland muss sterben und ACAB und Bullenschweine und die Hosen sangen Opel-Gänge. Finde ich auch korrekt, nur um es, also das ist keine Wertung gerade, soll keine Wertung sein. Also es waren verschiedene Strömungen. Hamburg und Berlin, Slime und Beton-Kombo und in Berlin noch, in Hamburg auch noch andere Bands, die Buttocks und in Berlin noch die Ätztussis, Katapult, Auswurf und wie sie alle hießen, haben das immer als eine sehr linksradikale Angelegenheit begriffen. So auch die Musik sollte auch diese Inhalte transportieren. Ne? Bei Slime ist auch immer die Ebene der Texte genauso wichtig gewesen wie die Ebene der Musik, was bei anderen Punk-Bands dann nicht so der Fall war, wo der Gesang dann nur in Anführungszeichen das eigentlich ja wie ein zusätzliches Instrument ist oder so. Und hier diente es tatsächlich auch bei den Hamburger und Berliner Bands diente es tatsächlich auch zum Transportieren dieser Inhalte. So, ne? Woher kam denn damals deine politische Einstellung? Du warst dann in dem Kommunistischen Bund. Wie, als was hast du dich gesehen damals? Ich habe mich eigentlich immer als Anarchist gesehen. Damals gab es Sponti- und Anarcho-Bewegung. Und passenderweise bin ich dann aus dem KB auch rausgeflogen. Wir wohnten da, wie gesagt, in Stalshoop in diesen Betonsilos. Und war eine geile Wohnung, war für WGs gemacht oder Großfamilien. Und da wohnten 6 Leute aus dem KB mit einem Anleiter. Kommunisten sind halt auch sehr so organisiert, ne? Und dann gab es einen anderen Typ, Jörg, und da kam gerade Punkrock, also so 77, 78, in Deutschland kam es ein bisschen später an. Und das erste Pistols-Album, Nevermind the Bollocks. Und das haben wir gehört, dazu 3 kleine Bier getrunken. Und am nächsten Morgen gab es ein WG-Gespräch. Und dann sind wir aus dem Kommunistischen Bund rausgeflogen wegen mangelnder proletarischer Disziplin. Also das denke ich mir gerade nicht aus. So ist das gewesen, so sind die Kommunisten halt auch drauf. Und danach sind dann auch wir beide, dieser Jörg und ich, sind dann in der Anarcho- und Sponti-Bewegung gelandet und haben dann auch ganz bewusst uns von den Kommunisten letztendlich abgegrenzt. Natürlich bist du auf Demos mit denen zusammen gewesen, hast politisch mit denen zusammengearbeitet. Aber dieser Personenkult immer bei den Kommunisten, ne? Stalin, Lenin, Mao, hin und her und so weiter, das ist uns schon damals so tierisch auf den Sack gegangen. Ne? Und wir sind eigentlich, haben uns eher immer als Anarchisten begriffen. Jetzt gibt es, du hast eben vorhin schon kurz angedeutet, es gibt noch eine weitere sehr wichtige Sache in deinem Leben und das ist der Fußball. Ich würde da auch mit einer kurzen Anekdote einsteigen von deinem Freund Udo, mit dem ich gesprochen habe. Damals der hat etwas dazu gesagt. Bitte, ja. Damals gab es ja noch viele HSV im Fernsehen, da haben sie noch international gespielt. Da war dann Europapokal, war halt der HSV fast immer dabei. Da gab es das dann noch und das haben wir schon noch ein paar Jahre verfolgt. Also ich weiß noch, dass wir 1983 nach dem Landesmeisterpokalsieg, das 1:0 gegen Juventus Turin von Felix Magath, da waren wir in der WG aus der Jahrestraße in Winterhude. Da hatten wir irgendwo, also das war Dickens und Ronny, die haben da zusammen gewohnt. Ich habe aber eigentlich auch da mehr oder minder gewohnt. Also eigentlich waren wir drei, wir hingen da immer zusammen grundsätzlich in Winterhude und hatten auch unsere Kneipen. Und da hatten wir dann gemeinsam mit, ich weiß nicht mehr, 12 bis 15 Leuten hatten wir das Endspiel geguckt. Und zwar hatten wir irgendwie da alle möglichen auch Portable-Fernseher mitgebracht, sodass wirklich auch in jedem Raum da in der WG waren Fernseher, auch auf dem Klo, dass man also nichts verpasste, wenn man musste. Und dann
haben wir alle möglichen HSV-Utensilien nach dem Abpfiff haben wir uns geschnappt, bis hin zu Dickens HSV-Schlafsack, den er damals hatte. Jawohl, HSV-Schlafsack. Und sind dann die Barmberger Straße runtergezogen zu unserer damaligen Stammkneipe Springbrunn, aber auf der Straße. Und haben die im Prinzip dann mit einem guten Dutzend Leute, haben wir die quasi zur Fußgängerzone erklärt. Aber das war auch kein großes Theater. Die Leute haben auch gehupt und so, aber das war dann eher auch so ein Hubkorso, weil das war ja schon ein großes Ereignis. Landesmeisterpokal. Ja, diese Fußball, wir sind alles alte HSVer. So ist das. Wir sind alle irgendwie 60er Baujahr in dem Dreh rum, dein Vater nimmt dich 66 mit, da gab es nur den HSV. St. Pauli hat nicht existiert. Die spielen irgendwo in der vierten Liga oder was, das hat keine Sau interessiert, da waren 1800 Leute, außer die Leute aus dem Stadtteil selber. Aber wenn du Fußballfreak warst, dann wolltest du Uwe Seeler sehen und der HSV ist ein großer, damals großer Verein gewesen. Also Betonung auf dem damals. Und es gibt darüber Diplomarbeiten, unter anderem meine Diplomarbeit, es gibt darüber Fernsehberichte, es gibt darüber Bücher ohne Ende über die Geschichte, wie es im Volksparkstadion beim HSV nach rechts kippte. Und es kippte. Es kippte gewaltig nach rechts. Du hast nachher nicht mehr Ole HSV gehört, du hast wirklich Ausländer rausgehört und so. Und die Nazis haben damals ganz bewusst rekrutiert in den rechten Stadien, das heißt Dortmund, Borussenfront, Frankfurt, Adlerfront, HSV, die Löwen. Und haben da, und dann haben, hast du da am Anfang hast du noch versucht, da irgendwie gegenzusteuern. Das wird dann aber richtig, richtig auch ernsthaft gefährlich für uns, dann noch die Spiele des HSV zu besuchen. Und dann sind wir da raus. Und 83 für die Geschichte, von der Udo erzählt, die natürlich richtig geil ist. Ich meine, wir hatten 6 Fernseher. Damit du eben beim Pissen und beim Bier holen nie irgendeine Minute dieses Europapokal-Endspiels verpasst hast. Und das war für uns, das weiß ich noch im Nachhinein, ist der letzte Jubel bei einem HSV-Sieg gewesen. Weil dann sind wir raus aus dem Volksvorstand und war für uns klar, das geht nicht mehr. Und dann sind wir... Wir sind Linke gewesen, wir sind Fußballfans gewesen, aber wir hatten keine Heimat mehr, wir hatten keinen Fußballverein mehr, was natürlich irgendwie grauenhaft ist. Und dann kommt die Geschichte mit, jemand sagt, ey, Moment mal, wir sind doch hier sowieso dauernd auf dem Kiez, ne? Dann kommt die Hafenstraße ins Spiel, die einen Steinwurf vom Stadion entfernt ist. Und dann kommt die berühmte Geschichte, Doc Mabuse, der für mich bis heute immer noch viel zu wenig Wertschätzung dafür gekriegt hat, dass Doc Mabuse eben, da ist der Dom. Doc geht nach Hause, kauft sich eine Totenkopffahne, tackert die an Besenstiel und bringt die zum nächsten St. Pauli-Heimspiel mit. Und ab da nimmt die ganze Geschichte ihren Verlauf, die heute in einem neuen Stadion vor 30.000 Leuten und einem Merchandise-Umsatz, der kurz hinter Bayern München ist, landet. Weil die Straße trägt halt Totenkopf. So, ne? Ja. Und das ist am Anfang war es auch so, es gibt den alten Stamm bei St. Pauli. Hans Apel, der damalige Verteidigungsminister der BRD, ist Vizepräsident gewesen. Und als wir da ankamen aus der Hafenstraße, lange Haare, Lederklamotten, bunte Haare und so, die waren nicht erfreut. Nein, die waren echt nicht erfreut. So. Aber wir haben den Verein zu dem gemacht, was er letztendlich heute geworden ist, zu einem Aushängeschild im professionellen Fußball. Du gibst dein Gehirn nicht am Eingang ab. Und du bist dir deiner sozialen Verantwortung bewusst, auch gerade als Stadtteilverein. Das sind wir damals, was sind nicht, 150 Aktivisten gewesen und Aktivistinnen gewesen. Und das waren natürlich große Zeiten. Dann geht das noch einher. Dann hast du einen Typen, Volker Ippich, mit einem völlig irren Hahn, Nicaragua-Aufbauhelfer, Ex-Hafenstraßenbewohner. Und der steht im Tor und St. Pauli steigt auch noch auf. Jetzt geht das also einher auch noch mit sportlichem Erfolg. Und dann steht da, du musst dir das vorstellen, also wir reden hier von 1988, ne, wo Kicker und Bildzeitung noch, wo in den Stadien noch deutsche Schlager liefen, aber niemals Punkrock oder so. Also alles noch wirklich so verkrusteter bürgerlicher Scheiß. Und dann steht da der Torwart eines Bundesliga-Clubs, dreht sich vorher um und steht so vor der Kurve mit erhobener linker Faust. Die sind alle Amok gelaufen, so, ne, Bildzeitung und Kicker und so. Das waren großartige Zeiten, waren das. Ne. Hat ganz viel Spaß gemacht in dieser alten Bruchbude Müller-Tor, die viele Leute jetzt auch nicht mehr kennen. Viele Leute denken, St. Pauli wäre so vom Himmel gefallen. 30.000 Antifaschisten in dieser Hütte da jetzt und so wäre das gewesen. Aber so war das natürlich alles überhaupt nicht. Ne. Ich glaube,
Und ich glaube, wir waren deshalb erfolgreich, und das ist ganz wichtig. Ich glaube, es gibt zwei zentrale Punkte, weshalb wir erfolgreich waren. Das eine war, dass dieser alte Stamm und diese alten Vereinsmitglieder und so, dass die gesehen haben, dass wir auch Fußballverrückte sind. Ne? Also wir waren nicht irgendwie eine Soziologiegruppe von der Uni, die da reingegangen ist und mal kurz gesagt, okay, pass mal auf, wir zeigen euch dummen Assis mal ganz kurz, wie man politisch denkt oder so, weil es gerade passt hier oder so, weil es um die Ecke ist, keine Ahnung. Sondern wir sind halt auch absolute Fußballfanatiker. So, ne? Wir haben geschrien, wir haben geheult, wir sind abgegangen, so. Und der zweite Punkt ist, wir haben Gewalt nie ausgeschlossen. Wir haben Gewalt immer als das letzte Mittel, als Ultima Ratio begriffen. Wenn aber Flugblätter und Labereien, es gab damals in der Nordkurve, gab es eine Gang, die war rechts, wenn das alles nichts genutzt hat, dann gab es eben auch mal nonverbale Aktionen. Allerdings erst dann, als Ultima Ratio, als letztes Mittel, als letzte Vernunft, was das ja heißt. Ne? So. Und ich glaube, das waren die zwei zentralen Punkte. Ja, und dann natürlich auch noch sportlicher Erfolg. Und dann hat das eine Signalwirkung gehabt auf andere linke Fußballfans in Deutschland, die gesehen haben, die Stadien sind eigentlich eher rechts, aber da bewegt sich was. Und dann hat das eine Signalwirkung gehabt. Dann wurden andere Fans sein. Schalke war dann sehr, sehr schnell dabei. Schalke-Fans gegen rechts, das muss man sagen. Die waren auch sehr schnell dabei. Dann irgendwann international mit Celtic Glasgow oder auch im Baskenland. Dann gibt es Verbindung zu Athletic Bilbao, weil die auch eher traditionell links waren. Und plötzlich hast du so dieses, der Fußball, der den Rechten gehörte, sowohl von den Medien her, als auch von den Fans in den Kurven her, das hast du massiv aufgebrochen. So, ne? Und es ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt, auch bei St. Pauli, auch heutzutage nicht, aber ich bin immer noch total stolz, dass ich ein Teil dieser Geschichte war, die wirklich so ein Verein, der mittlerweile mehr Fanclubs als Bayern München auf der Welt hat, glaube ich. Auf jeden Fall mehr als HSV. Na gut, das ist auch nicht schwer. Ein Fanclub in New York City hat zum Beispiel. Ne? Oder du fliegst nach Kuba, hast die St. Pauli-Fans gegen Rechtsaufkleber dabei, stehst in der Hemingway-Kneipe in Havanna, und das ist mir passiert vor 28 Jahren, und wollte in der Hemingway-Kneipe in Havanna auf Kuba die St. Pauli-Fans gegen Rechtsaufkleber anbacken. Und der ganze Tresen war schon zugebackt so, na, davon. Das ist schon weiterhin eine großartige Sache. Wenn man dann darauf achtet, dass man eben nicht nur Politik macht, sondern dass man auch ein Fußballverein ist. Und ich hoffe ja weiterhin, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade dieses Interview führen, ist St. Pauli noch Tabellendritter. Und ich hoffe, dass wir am Ende dann aufsteigen. Denn deine Politik kannst du natürlich auch noch besser verkaufen, wenn bei sportlichem Erfolg. Ist natürlich völlig logisch. Wenn du in der ersten Liga spielst, hast du natürlich auch ein breiteres Spektrum noch. So, ne? Ja, das ist ein kurzer Abriss von der Geschichte. Wie gesagt, dazu gibt es Filme und Bücher, ich glaube, Metabücher wahrscheinlich über diese Geschichte. Wir haben Häuser besetzt. Und dann haben wir einen Fußballverein besetzt. So war das. Das war eine freundliche Übernahme. So, das muss man mal so sagen. Ja. Gab es denn, bevor ihr gekommen seid, rechte Tendenzen bei St. Pauli? Ja, es gab diese eine Gang da. Das war eher ein Schnarchsack-Club, kann man sagen. Und es gab diese eine rechte Gang. Und da wurde dann einmal eben auch nonverbal dann aufgeräumt und denen ziemlich deutlich gemacht, was Sache ist. Ja, dann gab es die Stadionordnung. Dann haben wir den Verein, sprich die Geschäftsführung des Vereins, gezwungen, als ersten Verein in Deutschland halt homophobe, antisemitische, rassistische Äußerungen, T-Shirts, Plakate und so weiter mit Stadionverbot zu belegen. Auch da ist Schalke gleich nachgezogen, und heute ist es fast Standard, zum Glück. So, ne? Aber das ist alles damals passiert. So, ne? Das, so. Ja, 85. Als St. Pauli tatsächlich 2010 ja offiziell 100 Jahre alt geworden ist, ist St. Pauli für uns nicht 100 Jahre alt geworden, sondern für uns ist St. Pauli 25 Jahre alt geworden, weil diese Zeitrechnung für uns ist nicht 1910, sondern 1985. Also es kam alles auf einmal sozusagen. Und auch Musiker natürlich. Also dieser Verein FC St. Pauli ist von Anfang an mit einer bestimmten Art von Musik verbunden gewesen, nämlich Punkrock auch. Später dann auch mit Thies Uhlmann und Markus Wiebusch von Ketka, Fettes Brot, Bela, ich. Also du hast, glaube ich, keinen Fußballverein auf der Welt, wo so viel Musiker aus einem irgendwie gemeinsamen Genre, okay, Fettes Brot und na, so ist klar, aber trotzdem, wo du so viele Musiker aus einer bestimmten, sag ich mal, alternativ zumindest Ecke sitzen hast, wie beim FC St. Pauli. Ne? Also Gaslight Anthem ist ja nun wirklich eine Riesenband, und die treten seit Jahr und Tag, haben die St. Pauli-Fahnen
über ihren Boxen halt, über den Gitarrenboxen. So, ne? Also diese Strahlkraft auch auf Turbo Negro und Alter, da kannst du stundenlang kannst du Musiker finden, die sich mit diesem Verein identifizieren. So, ne? Das ist immer ein ganz großes Ding gewesen. So, ne? Und bei St. Pauli hörst du auch wirklich andere Musik, als die hörst du sonst in keinem anderen Stadion in Deutschland. So, ne? Ich meine, der Einlaufsong zur zweiten Halbzeit, und wenn du Sky guckst, wenn du Sky-Kunde bist, dann die Mannschaften laufen zur zweiten Halbzeit auf und du hörst Antifa-Hooligans von Los Fastidios. Ich meine, wie geil ist das denn bitte, Digga? Und das kannst du bei Sky, hörst du Antifa-Hooligans als Einlaufmusik. Sowas findest du sicherlich nicht bei, ja, bei allen anderen Clubs. So, ne? Du hast ja eben schon gesagt, ihr kamt aus der Hafenstraße oder ihr habt in der Hafenstraße gewohnt zu der Zeit. Ja, mal gewohnt, mal nicht. Also Scout und ich haben außerhalb der Hafenstraße gewohnt, aber du warst ständig in der Hafenstraße präsent. So, ne? Ja, das ging ja los 81, wenn man, also obwohl ja. Du warst schon vorher in der Hafenstraße, als du von zu Hause ausgezogen bist, aber diese Häuser besetzen, Geschichte ja, ging los. Ja, ich gehörte zu den ersten Leuten, die das, da gibt es auch eine Story, die kannst du dir auch so nicht ausdenken, Digga. Also wir gehen mit 5 Leuten da rein und es war so, es gab so eine sogenannte heiße Sanierung, die haben dann auch die Dachböden angezogen, damit dann die letzten Widerständler da noch rausgehen. Und wir dachten, es wären alle Leute raus und wir wollten checken, na, türenmäßig und so weiter und geht der Strom noch und so und stehen da vor der Wohnung und setzen das Stemmeisen an, wollen in die Wohnung rein, sind also sozusagen in den Vorbereitungen, die Hafenstraße zu besetzen. Und irgendeiner von uns sagt, ey, Digga, hör mal, da läuft ein Fernseher. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Und es lief ein Fernseher. Und es war die letzte Familie, sozusagen, ne, die den bis zum letzten Widerstand geleistet hat, gesagt, wir ziehen hier nicht aus. Und dann haben wir halt angeklopft, dann haben wir uns mit denen geeinigt, die sind dann irgendwann später ausgezogen. Also ich war wirklich ganz früh dabei. Ja, und wir haben die Wohnung dann erstmal denen noch überlassen. So, ne? Also das dürfte wohl klar sein. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dann so weit sich entwickelt hat, dass es dann irgendwann eskaliert ist mit der Polizei und mit der Stadt? Naja, sie haben. Die Taktik der Cops zu der Zeit war, dass sie Nadelstiche gesetzt haben, die allerdings dann auch größere Nadelstiche waren. Das heißt, sie sind zum Beispiel dann rein, wo der Widerstand noch nicht so groß war, dass sie rein konnten, und haben mit Pfefferspray und CS-Gas die ganzen Wohnungen besprüht. Also sind vornehmlich in die Schlafzimmer rein und haben immer das ganze CS-Gas in die Betten reingesprüht, ne? haben Wasserrohre zerkloppt, haben Leitungen rausgerissen und so und wollten uns da über diese Art und Weise rauskriegen. Dann wurde der Widerstand aber größer und da ist auch ein ganz zentraler Aspekt, ist auch da haben wir nie Gewalt ausgeschlossen. Ne? Wir haben sie immer als eine Gegengewalt begriffen. Das ist also wirklich ein ganz zentraler Aspekt. Aber wenn der Staat, wir wollten bezahlbaren Wohnraum, und der Staat hat so gewalttätig und so massiv auf uns reagiert, dass uns eigentlich gar nichts anderes übrig blieb, als uns auch zu bewaffnen. Das ist ein Punkt gewesen. Und hier ist der zweite Punkt gewesen, ähnlich wie beim FC St. Pauli, dass man dann mit dem alten Stamm klarkam. Hier war es so, dass die ganzen alten Kiezianer tatsächlich auf unserer Seite waren. Das hört sich an wie ein Klischee, ist aber tatsächlich so gewesen. In der Barrikadenzeit dann 85 haben die nachts Thermoskannen mit Tee und Kaffee und selbstgekochter Suppe und so. Und die haben gesagt, ey, endlich passiert hier mal was. Ne? So, und das war auch ein zentraler Aspekt, weshalb wir da so erfolgreich waren. Und so schaukelt sich das natürlich hoch. Irgendwann kommen die Bullen nicht mehr rein. Diese berühmten Fotos, wo sie dann von oben auch Steine auf den Kopf kriegen, als sie unten rein wollten und Farbeimer auf den Kopf kriegen und so. Und dann wurde der Widerstand wurde auch international. Das ist auch ein zentraler Aspekt nochmal, weshalb ich glaube, dass wir in der Hafenstraße ja siegreich waren, genauso wie wir es beim FC St. Pauli waren. Dann heute wohnen Leute von uns in der Hafenstraße, nur mit Verträgen. Na, so, das ist ja mal ein ganz klarer Sieg, den wir da eingefahren haben. Ein klares 3-0 gewesen oder was, Digga. Und das hat sich aber dann hochgeschaukelt. Jetzt kommen die Bullen irgendwann nicht mehr rein, weil wir so verbarrikadiert haben, weil Klamotten von oben fliegen aus den Fenstern. Und so ist das natürlich auch so eine Gewaltspirale. Eine Spirale schaukelt sich nicht hoch, aber eine Schaukel schaukelt sich hoch. Also eine Gewaltschaukel ist es gewesen. Der Widerstand wurde dann aber zunehmend auch internationaler. Zu der Zeit gab es gerade in Holland viele besetzte Häuser. National auch in Berlin. Das heißt, der Widerstand ist auch immer breiter geworden. Und auch bürgerliche Kreise, muss man sagen, haben sich da gerade gemacht tatsächlich, womit du eigentlich gar nicht gerechnet hast. Das war dann auch wichtig, dass auch so linksliberale Medien dann auch tatsächlich dann irgendwann auf unserer Seite waren. Zur Barrikadenzeit steht plötzlich der Erbe von Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma, steht in der Volksküche unten und will uns die Häuser abkaufen.
Aber euch irre. Da wohnen lassen. Irre, aber uns da wohnen lassen, sozusagen lebenslanges Wohnrecht, nur um die Luft aus dem Konflikt rauszunehmen. Ist dann nicht passiert, aber das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, der Widerstand ist nicht nur so ein kleiner Klüngel gewesen, so ein kleiner militanter Kreis gewesen, sondern es wurde immer breiter und immer breiter und immer breiter halt so, ne? Und das hat natürlich dann auch zu dem Sieg beigetragen. Also ich würde gerne noch einmal an den Anfang von dieser Hafenstraßenzeit gehen. Weil, also es waren leerstehende Häuser, die irgendwie baufällig waren, die niemanden interessiert haben. Nee, und es interessierte die Immobilienhaie, hat es natürlich schon sehr, sehr wohl interessiert. Und das wussten wir auch, dass das natürlich Sahnestücke da unten sind, ne? So, weißt du, das war natürlich nicht irgendein besetztes Haus irgendwo am Stadtrand, wo sie sicherlich nicht so reagiert hätten, sondern hier ging es um Millionen und Abermillionen. So, ne? Und das Kapital in Deutschland wird geschützt, so ist das nun mal. So. Und es wird dann auch geschützt durch massive Gewalt der Uniformierten. Und so kommt das dann zustande halt. Dazwischen ist ja noch sehr viel passiert, wie du gesagt hast. Ihr, am Anfang sind die Bullen da noch reingekommen, später sind die Bullen da nicht mehr reingekommen. Ja. Wie habt ihr euch da militarisiert, dass die Bullen da nicht mehr reingekommen sind? Naja, wir haben verbarrikadiert, ne? Also erstmal haben wir zugemacht, massiv zugemacht mit schweren Eisenplatten und so. Und es schaukelte sich dann so hoch, dass die ganze Geschichte immer militanter wurde. Also wenn die Bullen aufgetaucht sind, dann standen da nicht mehr 200 Leute, sondern da stehen dann irgendwann 2000, dann stehen da 5000, dann stehen da 8000. Ich habe mir das von oben angeguckt. Da waren, glaube ich, 30.000 Leute, was nicht gerade wenig ist für ein militantes besetztes Haus. Das, was die Bild-Zeitung zum Zeitpunkt auf der Titelseite als die RAF-Zentrale, weiß nicht, ob es so eine schlau ist, ist klar, das meistbewachteste Haus Deutschland, da wird sich wahrscheinlich die meistgesuchtesten Terroristen Deutschlands drin bewegen. Totaler Quatsch. Stand da, RAF-Zentrale, Hafenstraße, ja, Titelseite, Bild-Zeitung, so. Und so wurden wir auch immer... Wir haben nicht mehr zurückgezogen, ne? Und es wurden immer mehr Leute draußen. Das heißt, es fiel ihnen auch immer schwerer, ihre Aktionen da durchzuziehen. Und überhaupt sind sie dann nicht mehr in die Häuser reingekommen. So, ne? Und so schaukelt sich das dann hoch. Bis es dann eskaliert. So, ne? Also ich bin dann eine Zeit lang drin gewesen, dann bin ich wieder raus, weil mir das ehrlich gesagt auch zu heiß wurde. Wir haben dann immer so ein... Das war dann so, man muss sich das vorstellen, es gab keine Handys. Wir haben also nur Walkie-Talkies gehabt. Und die Bullen saßen damals in Alsterdorf, da war deren Kaserne. Und sie wussten, dass wir Auto- und Fahrradmelder auf den Straßen hatten mit Walkie-Talkies. Und sie sind jede Nacht ausgerückt, um uns psychisch fertig zu machen, damit wir nicht pennen können. Weißt du, sie sind ausgerückt. Dann haben unsere Melder und Melderinnen gesagt, ey, jetzt kommt Tag X, sie räumen, sie kommen. Dann sind sie um den Block gefahren, das bei uns natürlich Red Alert war. Alle Leute über Telefonketten und so weiter. Und gerade wir Leute drinnen sind so, du hast dann nur noch Naloxon geschluckt oder was weiß ich, was für Beruhigungsmittel, Valium oder was. Und dann sind sie um den Block gefahren, dann sind sie wieder reingefahren. Aber sie hatten natürlich ihren Erfolg, indem sie uns natürlich psychisch damit fertig machen. Der meistgeguckteste Film meines Lebens ist Monty Python, Sinn des Lebens von Monty Python. Weil ich mit dem Kollegen T. wir immer nachts bei den Nachtwachen zur Beruhigung unserer Nerven Monty Python geguckt haben. Es gibt keinen Film, den ich häufiger gesehen habe. Keine Ahnung, 70 Mal oder was. So. Dann wurde es aber auch immer militanter. Man muss auch einfach mal sagen, dass der damalige Hamburger Bürgermeister Donani, er lässt sich bis heute feiern, dass er so der Friedensstifter war. Und der berühmte Satz von ihm lautete ja, ich verpfände mein Ehrenwort als Hamburger Bürgermeister, es wird nicht geräumt, in dem Moment, wo die Barrikaden abgebaut wurden. Ja, man muss aber dazu sagen, er wusste ganz genau, wenn sie wirklich versucht hätten, den Tag X durchzuziehen und zu räumen, dann hätte es Tote gegeben. Es hätte Tote auf unserer Seite gegeben, es hätte Tote auf deren Seite gegeben. Er wusste ganz genau, ich meine, sie standen ja da unten. Jeden Morgen hat man ihnen so zugegrüßt. Sie standen da unten mit ihrer neuesten Technik, Richtmikrofone. Das heißt, wir haben die wirklich wichtigen Sitzungen immer im Keller abgemacht, weil Richtmikrofone nehmen die Schwingungen der Scheiben ab und setzen sie wieder in Sprache um. Und da unten standen sie halt, ne, kurz vor der Elbe. Und Hamburg wäre zumindest Stadtteile in Hamburg, wären ohne Strom gewesen, weil wir Gruppen draußen hatten, die Umspannwerke angegriffen hätten. Deutsche Botschaften und Vertretungen im Ausland, speziell in Barcelona und Amsterdam, wären angegriffen worden. Und das alles ist ja eine offene Kiste. So, ne? Das war eine Bürgerkriegssituation, wo eben dazu gehören eben auch die Nachrichtendienste. Und sie wussten ganz genau, dass das passieren wird. Insofern ist es natürlich ein bisschen zu relativieren, die Aussage, ja, er ist der große Friedensstifter.
auf eine gewisse Art und Weise stimmt das, denn er hat nicht zugelassen, dass es Tote gegeben hätte. Und es hätte hundertprozentig Tote auf beiden Seiten gegeben. Weil wir gesagt haben, wir ziehen hier nicht zurück. Für uns ging es irgendwann nicht mehr nur um Häuser, sondern die Häuser sind ein Symbol für einen größeren Kampf gewesen. Sozusagen für den Überbau. Na, wir ziehen, jetzt ist hier Feierabend. Ihr habt eine Grenze überschritten. Und das heißt, unsere Reaktion wird zur Not auch Grenzen überschreiten. Das ist das, was wir gesagt haben. Danach haben wir auch gehandelt halt. Wart ihr sehr einfallsreich, was eure Verteidigung, eure Verteidigungs, wie nennt man das, Waffen? Maßnahmen. Eure Verteidigungsmaßnahmen angeht, da wart ihr sehr kreativ. Was war denn da so die... Naja, wir hatten Radiosender, ne? Wir hatten einen eigenen Radiosender, Radio Hafenstraße. Das muss ich auch erstmal bringen. Hallo, hallo, hier ist Hamburgs beliebtester Piratensender. Hallo, hier ist Hamburgs beliebtester Piratensender. Der lief tatsächlich bei fast allen Taxiunternehmen. Man muss sagen, in Hamburg gibt es traditionell sehr viele Linke, die Taxi fahren. Und du bist ins Taxi eingestiegen und da lief Radio Hafenstraße. Ne? So, und der war unterm Dach. Und ich bin irgendwann dann mit einem Kumpel, mit dem Kumpel W zusammen, uns war das beiden, dann wurde uns das irgendwann zu hart. Also das war dann so der Running Gag, naja, wir übernehmen dann den gesamten Knast Santa Fu, den einen Block und so. Aber ein paar Jahre Knast muss man natürlich auch stehen können. Und wir beide haben gedacht, okay, wir gehen jetzt raus aus den Häusern, aber wir machen weiter. Und wir machen, der hatte ein bisschen elektronische Ahnung. Und hat einen zweiten Sender zusammengekauft. Das heißt, wenn geräumt worden wäre, dann hätte es ein Stichwort gegeben, weil der saß natürlich oben unterm Dach, brauchst du natürlich wegen der Sendung. Und dann hätte es ein Stichwort gegeben und dann hätten wir weiter gesendet von draußen. Eine Zeit lang, bis sie uns wieder am Arsch gekriegt hätten. Und da gab es noch eine sehr lustige Geschichte, weil wir waren in Eimsbüttel. Wir wollen das Ding testen, diesen zweiten Radiosender, und gehen aus so einem typischen Eimsbütteler Wäschedachboden und bauen das Ding da zusammen. Und hören plötzlich, wie Oma Harms sagt, junger Mann, was machen Sie denn da? Also sie wollte ihre Wäsche aufhängen oder sie wollte die abhängen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und jetzt mussten wir erklären, was wir da eigentlich tun. Wir haben ihr natürlich nicht erklärt, dass es der neue Sender Radio Hafenstraße war. So. Aber das alleine war sehr kreativ. Radio Hafenstraße hat tierischen Bock gebracht. Du hast deine Musik gespielt, du hast deine Politik verbreiten können. Das Ding wurde echt gehört. So, ne? Das war schon sehr geil. Dann haben wir auf dem Dach, ich habe immer Schwierigkeiten, weil ich Höhenangst habe. Ich bin dann einmal nur aufs Dach und bin dann wieder runter. Haben wir, weil sie hatten kurz vorher in Amsterdam ein besetztes Haus geräumt, in dem sie mit Hubschraubern gekommen sind. Also oben mit den Hubschraubern über den Dächern gestanden, haben dann abgeseilt ihre Eingreiftruppe und haben dann von oben das Haus geräumt und nicht von unten. Und deshalb hatten wir irgendwann NATO-Stacheldraht oben auf dem Dach liegen, hingelegt, sodass dass der Weg also auch für sie zu war. So, ne? Aber Radio Hafenstraße, das war wirklich legendär. Das hat auch richtig Bock gebracht, einen eigenen Radiosender zu machen. Das war richtig cool. Hat Spaß gebracht. Echt. Also wurde auch Musik gespielt? Oder? Ja, ja, klar. Natürlich. Also auch zwar Redebeiträge natürlich, ne? Und auch dazu aufgerufen, Leute, unterstützt uns und so weiter und so weiter. Aber es wurde halt auch immer, das wurde auch viel Punk natürlich gespielt, aber auch querbeet, auch Soul gespielt und so Zeug. Ne? Also, ja. Und die Unterstützung von der breiten Bevölkerung war ja da eigentlich, oder? Also ja. Es war breiter, als wir dann am Anfang gedacht hätten, weil wir eben auch, weil wir militant auch aufgetreten sind, ne? Weil wir das nicht ausgeschlossen haben, das Mittel der Gegengewalt. Und normalerweise wirst du dann zu einer kleinen radikalen Minderheit und dann bist du raus. Aber hier war es dann eben so, wie gesagt, der Erbe Jan-Philipp Riemsma, die alten Kiezianer drumherum, plötzlich dann auch die Grünen in Hamburg und so. Also das Bündnis wurde immer breiter, weil wir den Leuten auch einfach vermitteln konnten, was ich schon mal gesagt habe. Also wir wollten bezahlbaren Wohnraum und diesen bezahlbaren Wohnraum nicht den Immobilienhaien überlassen. Und dann reagiert der Staat auf dich, als wenn du ein Terrorist bist. So. Und das hat auch zu einer Solidarisierung in breiten bürgerlichen Kreisen geführt. So. Und das ist natürlich sicherlich auch ein Teil der Geschichte, des Erfolges. So, ne? Wie hat sich die gezeigt, die Solidarisierung?
ja, dass wir vertreten waren, ne? Also dass wir ein Sprachrohr hatten, dass wir ein Sprachrohr auch hatten in Kreisen, die eigentlich normalerweise nicht mit uns zusammenhängen, sagen wir mal linksliberale Medien, Zeitungen oder so, weißt du, ne? Also wo dann selbst irgendwann mal die Mopo eben, die ja nicht unbedingt jetzt in heutigen Zeiten, finde ich, entwickelt sie sich ganz gut, aber natürlich hast du deine Feindbilder, ganz klar, ne? Also dieser journalistische Jauchekübel mit den vier Buchstaben, und ich meine nicht die Mopo, der ist natürlich wie, ne, Terroristenhort, Hafenstraße und so. Also wir waren täglich auf der Titelseite der Bild-Zeitung. So, ne? Man muss sich das vorstellen, das war wirklich eine Bürgerkriegssituation. Ich weiß, es klingt jetzt, wie Großvater erzählt, von 1418 oder 1333-45. Aber der Unterschied zum Großvater ist, wir haben für die richtige Sache gekämpft und der hat damals für Gott und Vaterland gekämpft. Der Unterschied ist ja nun auch mal zu sehen. Und das war eine Bürgerkriegssituation. Ne? Scout und ich sind dann, haben zum Teil gewohnt in der Hafenstraße, hatten aber eine Wohnung unten in der Carstenreder-Straße am Hamburger Fischmarkt. Und zwar in dem Haus, wo der Schellfischposten ist, wo Ina Müller ihre Sendung macht. So, wo auch Spismar aufgetreten ist. Und wir sind dann waren wir den ganzen Tag in der Hafenstraße, haben aber zu Hause gepennt, sind dann raus aus der Hafenstraße. Und wir hatten zwei Zivilfahrzeuge für uns zwei, die uns von der Hafenstraße bis zur Carstenreder-Straße verfolgt haben. Dann haben wir uns umgedreht, haben ihnen eine gute Nacht gewünscht und dann sind wir ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen standen die verdammten Korps wieder da. Ne? Also du musst dir das vorstellen, das hat ein Ausmaß erreicht gehabt, diese Situation. Das war schon echt Wahnsinn. Und hinzu kommt, wir sind natürlich auch Angriffsziel für rechte Fußballfans gewesen. Ne? Also es war, so ein Running Gag war, was machst du denn am Samstag? Und dann sagte einer, der HSV hat ein Heimspiel, und dann war die Reaktion, oh, nicht schon wieder. Jedes, da hat der HSV, was er heute nicht mehr hat, ein wirklich massives rechtes Problem gehabt. Und du konntest die Uhr danach stellen. 17.16 Uhr war Abpfiff im Volksparkstadion. Dann kannst du ausrechnen, wie lange sie brauchen, bis Langenfelde oder Stelling oder Diebsteich. Bis sie dann auf der Riberbahn sind. Und dann griffen sie immer von derselben Seite aus an, von der Silbersackstraße aus. Das heißt, und dann standen wir da, dann wussten wir sind natürlich nur, weil, also die Cops sind natürlich im Zweifelsfall natürlich auf deren Seite, ne, weil sie deren Job erledigt hätten. Und dann haben wir immer, ganz wichtig war, dass wir hatten da die ganze Woche über Flaschen gesammelt. In so einem großen Container. Denn wenn du Flaschen schmeißt, gehen die kaputt. Wenn du Steine schmeißt, fliegen sie dir sofort wieder zurück an die Rübe. So. Das ist ein ganz kleiner Ausflug in die Taktik unserer Maßnahmen. Und das eine Mal hat es dann richtig eskaliert. Das war dann bei Deutschland gegen Holland im Volksparkstadion bei der EM. Und da ist es richtig eskaliert. Und da hatten rechte Fußballfans seit Wochen, der Stern hat denen echt ein Medium gegeben, über mehrere Seiten haben die dazu aufgerufen, der Staat ist zu schwach und jetzt räumen wir. Die Cops machen ja nichts. Und jetzt zeigen wir denen das mal, wie das geht. Und da wussten wir, dass es haarig wird. Und es wurde auch haarig. Es wurde wirklich haarig, es ging über Stunden. Und die Bullen haben dicht gemacht, also sie kamen über die Davidstraße und dann über die Bernhard-Nocht an die Häuser ran. Und die Bullen haben unsere Unterstützer draußen nicht zu uns reinkommen lassen, haben dicht gemacht. Und das ging wirklich über Stunden. Eine eigentlich ganz witzige Anekdote ist, wir hatten so ziemlich als letztes Mittel vorgebaute Mollys. Wir wollten keinen von denen abfackeln, aber wir wollten eine Barriere bilden. Und der Kollege W. und ich stehen da und denken, es wird jetzt langsam haarig. Wir haben keine Klamotten hier mehr und es wird echt eng jetzt hier. Und wir waren gar nicht so viele Leute drin, weil viele Leute waren draußen, einfach vor den Barrikaden, kamen nicht zu uns rein. Und dann haben wir die Mollys genommen und stehen da, müssen beide tierisch anfangen zu lachen. In diesem Steinehagel und so, weil keiner von uns beiden hatte Feuer. So, und für einen brennenden Molly brauchst du halt ein Feuerzeug, Digga. Das wäre irgendwie schon ganz gut so. Und dann haben wir, also wirklich, dann tippst du einem von uns auf die Schulter und sagst, Digga, hast du mal Feuer bitte? Nicht für eine Kippe. Und dann haben wir die Mollys geschmissen. Die gehen hoch. Also wie gesagt, wir wollten damit keinen verbrennen, aber wir wollten eine Barrikade schaffen. Dann gehen die irgendwie 5, 6, 7, 8 Meter zurück, während die Straße brennt. Und so ein Molly verbrennt dann ja auch und dann rücken die wieder vor. Und da wussten wir, jetzt geht's echt ans Eingemachte. Und nun ist aber mittlerweile der öffentliche Druck draußen in Hamburg, weil ja auch so viele Straßen gesperrt waren. Ne? Also die Verkehrsnachrichten dauerten 5 Minuten lang auf NDR 2 oder was. Und mittlerweile hatten wir Tausende von Leuten vor den Barrikaden. Und dann wurde der öffentliche Druck so groß, dass sie dann irgendwann doch eingeschritten sind und diesen rechten Mob dann verhaftet haben. So, ne? Aber also das war... Puh, also das war ganz kurz vor einer Räumung, aber nicht von staatlicher Seite, sondern tatsächlich von rechten Hools, ne, und rechten Fußballgruppen. So, ne? 1988 haben wir schon darüber gesprochen. Klaus von Donani hat diese, als Bürgermeister hat quasi... Sein Ehrenwort verpfändet. ...dafür gesorgt, dass die Menschen in der Hafenstraße bleiben konnten. Nee, wir mussten, also
Ja, Moment. Also er hat gesagt, ich verpfände mein Ehrenwort als Hamburger Bürgermeister. Es wird nicht geräumt, wenn ihr die Barrikaden abbaut. Und dann haben wir lange Diskussionen geführt, weil wir uns damit natürlich dann auch wiederum wehrlos gemacht haben. Und weil wir nicht wussten, ob wir dem Ehrenwort des Hamburger Bürgermeisters, der auf der anderen Seite steht, vertrauen konnten. Haben wir uns dann aber nach langen Diskussionen dazu durchgerungen und haben gesagt, okay, wir bauen die Barrikaden ab. Und dann ist eben nicht geräumt worden. Und dann geht so eine juristische Phase los, die dann irgendwann, das weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, aber mit tatsächlich ja dann mit Verträgen endet. Und heute wohnen da immer noch im weitesten Sinne unsere Leute, aber eben tatsächlich dann mit Verträgen. So, ne? Ganz legal. Ja, und du hast ja eben auch schon gesagt, dass Klaus von Donani, wenn er sich dafür jetzt so feiern lässt, in der Form als Befreier der Hafenstraße oder als dass er die Situation so geklärt hat, dass du es ein bisschen anders siehst, dass er quasi gar keine andere Wahl hatte in dem Sinne. War es nur das oder war es auch ein bisschen schade, so dass es für dich im Endeffekt, dass es nicht eskaliert ist? Oder habt ihr euch wirklich als Gewinner gesehen? Das mit dem als Gewinner sehen, weiß ich noch. Also vielen von uns, wir haben das irgendwie zähneknirschend auch gemacht, die Barrikaden abgebaut. Ne? Also das weiß ich auf jeden Fall noch, dass das auch mein Gefühl war. Ob wir nicht jetzt hier, also offiziell stehen wir als Gewinner da, aber inoffiziell war ich mir nicht sicher so. Ne? Aber wie gesagt, es eskalierte dann auch dermaßen. Und es hätte, also wenn der Tag X gekommen wäre und sie hätten wirklich versucht zu räumen, das wäre wirklich blutig geworden. So. Und dann, ob du das dann noch willst, also nochmal dazu zurückkehrend, da ist das Abenteuer dann auch irgendwann mal vorbei. Ja, da geht es dann um deine körperliche Unversehrtheit oder um die nächsten 6, 7, 8 Jahre deines Lebens, ob du die hinter Gittern verbringen willst. So, ne? Und insofern im Nachhinein muss ich auch sagen, okay, es ist gut, dass es nicht geräumt wurde, ganz klar. Also das wäre heftig geworden. So. Denn all die Sachen, die wir in den Häusern und vor den Häusern hatten, über die erzähle ich jetzt mal nichts. Aber da gab es auch durchaus, und das wusste die andere Seite eben auch. Ne? Wir wussten, was wir zu erwarten haben, aber die andere Seite wusste auch, sie hat auch einiges zu erwarten. Ne? Das wäre auch nicht ohne gewesen. Aber im Nachhinein bin ich doch sehr froh darüber, ja. Ich glaube, sonst würde ich hier so in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr sitzen und diese Geschichte erzählen können. Warst du eigentlich ein Rockstar zu der Zeit? Man durfte als Slime-Sänger kein Rockstar sein. So, ne? Also es war verpönt. Man hatte natürlich auch keine Groupies. Oder Groupies klingt immer so abwertend, aber ich meine es gar nicht abwertend. Ne? Also Frauen, die einfach Bock hatten, mit dir hinterher auch Sex zu haben, das war natürlich alles verpönt. Das geht natürlich alles gar nicht. Hat es aber natürlich trotzdem gegeben. So. Ich habe mich aber ehrlich gesagt auch bis heute nie so als Rockstar gefühlt. Ich habe mich auch nie so als Sänger gefühlt. Ich war immer irgendwie so der Punk-Lenin. Ne? Ich war immer so der Agitator da oben. Ne? Also es gibt ja auch Konzerte, in denen meine Ansagen zwischen den Songs genauso lang sind wie die Songs, die ich singe. Ne? So habe ich mich eigentlich immer gesehen, weniger als Rockstar. So, ne? Aber es war schon in der Zeit, wo wirklich dieses autonome Häuser besetzen auf dem Höhepunkt war, da war auch, ihr habt große Konzerte gespielt, seid viel getourt, also der Erfolg von Slime war sozusagen parallel zu dieser ganzen Hafenstraßenzeit, ja, oder? Ja, wir sind ja 85 aufgelöst, dann 90 wieder weitergemacht, aber trotzdem ganz klar die Zeit zwischen 79 und 85, das ist die Zeit, in der Slime, und da waren Slime auch immer stark, auch ja Demo-Parolen, wir wollen keine Bullenschweine, SASS, ACAB, Deutschland muss sterben, ja in catchy Refrains verpackt hat, ja, auch in richtig, richtig gute Refrains zum Mitgrünen verpackt hat. Und ganz klar ist natürlich, unser Erfolg ist gekoppelt mit diesen politischen Entwicklungen und sehr oft eben mit den Militanten-Demos. Ne? Also wir sind ja nicht auf der Friedensdemo in Bonn, wo 100.000 Leute waren, da wurde Slime nicht gespielt. Ne? Also so, um es mal ganz klar zu sagen, da wurde Hannes Wader gespielt, hat nichts gegen Hannes Wader, super Typ. Aber klar, ne? Also diese Musik war natürlich auch gekoppelt an diese Sponti-Anarcho, an die linksradikale Szene. So, ne? Du hast es eben schon gesagt, ihr habt euch 85 bzw. 84 habt ihr euch das erste Mal aufgelöst als Slime. Und ich habe da einen Ausschnitt vorbereitet, das kennst du schon. Also es ist nichts aus einem Interview bisher, aber ich wollte das doch mal an der Stelle einspielen. Es ist das Intro von dem... Punkehallen in Berlin. Das war das Abschiedskonzert vor eurer Trennung und dazu gibt es ein Album und das ist das Intro. Pass auf, ihr Scheißer, ja? Uns ist das völlig egal.
Ob jemand aus Berlin kommt, aus Hamburg oder sonst woher, es ist völlig scheißegal. Verstehst du? Scheißegal, ob jemand schwarz ist oder weiß. Scheißegal, ob jemand Türke ist oder Deutscher. Scheißegal! Versteht ihr mich, ihr Wichser? Ja? Und alle die Leute haben Bock drauf, dass wir spielen. Und ihr kleiner Scheißhaufen werdet dieses Konzert nicht in den Arsch machen. Sonst gibt es auf die Fresse, so satt und dann gehen wir auf die Fresse. Klar oder was? Komm! Was ist? Ja, nichts gefaked. Das sind keine Fake News hier, sondern ich stand da oben auf der Bühne. Wir haben damals immer, also ein Slime-Konzert gerade in Berlin war immer wie so eine St. Pauli-Auswärtsfahrt in späteren Jahren. Ja, da waren also 20, 30 Leute um uns rum, dann noch die Betonkombo da, auch nochmal 20, 30 Leute, das war mal ein großes Happening. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ansage mache, stehen 10, 15 Kollegen von uns mit Knüppeln auf der Bühne und sagen, okay, geht los. Es gab da tatsächlich ein Problem mit Nazi-Punks. Hat es in Deutschland eigentlich, kannten wir nicht. Dead Kennedys hatten in Amiland ein richtig schweres Problem. Da ist die Punk-Szene von Anfang an richtig schwer Nazi-behaftet gewesen. Deshalb auch der Song Nazi-Punks Fuck Off. Und wir kannten das irgendwie nicht. Und da waren 1500 Leute und das waren irgendwie 40, 50 oder so. Und die sind ziemlich massiv aufgetreten. Und man konnte so sehen, wie die Leute keinen Bock auf eine Hauerei mit denen hatten. Ja, und da brach das so durch und dann ist da sowas rausgekommen. Es gibt wirklich Leute, die glauben, wir hätten das hinterher zusammen gefaked im Studio oder so, aber ich kann hier noch mal ganz deutlich sagen, nein, das war so. Ich stand da auf der Bühne mit 15 Kollegen mit Knüppeln in der Hand und wir haben gesagt, okay, dann geht's jetzt los. Ihr macht das nicht in den Arsch hier, das ist unser Konzert. So, ne? Und dann allerdings sind auch Leute auf die los und dann sind die auch rausgeprügelt worden. Ne? Ja. Ja. Und das ist dann in dem Moment, wie fühlst du dich in dem Moment, wenn du sowas machst? Kannst du dich da noch reinversetzen in die Situation? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gehören auch die Jungs, die mit mir auf der Bühne stehen, mit Knüppeln in der Hand auch dazu. Diese Rückendeckung brauchst du auch in dem Moment, ne? Also sich da ganz alleine hinzustellen, nun war der Rest der Hütte, das hört man ja auch an dem Beifall nach meiner Ansage, ist ja auf unserer Seite gewesen. Aber was ich eben schon gesagt habe, also diese Gang um Slime rum hat auch einen ganz großen Anteil an dem Erfolg der Band gehabt. Das war ein Happening, das waren Leute von uns, die wir zum Teil hier auch als Gäste dann dabei haben. Und natürlich fühlst du dich auch geil, klar. Also mehr Adrenalin, da schmeißt du auch jedes Koks für weg, weil mehr körpereigenes Adrenalin wirst du wahrscheinlich außer beim Sex nicht haben, bei gutem Sex wohlgemerkt. Ne? So. Ja, wie kam es denn zu der Trennung von Slime? Naja, also 85 war es so, dass Stefan Mahler, dem sind die Ausverkaufsvorwürfe innerhalb der Szene, also von wegen Kommerzschweine und so, weil du dann 10 Mark Eintritt genommen hast. Großer Kommerz, Digga, weil man muss ja auch, das Spritgeld kriegt man ja umsonst und die Anlagen auch und die Übungsräume müssen auch nicht bezahlt werden und so weiter und du musst dann die Miete ja nicht bezahlen. Gerade als linker Musiker in Deutschland musst du Geld mitbringen, wenn du Musik machst. So, ne? Also so ist das in Deutschland einfach. In anderen Ländern ist es zum Glück anders, aber in Deutschland musst du Geld mitbringen am besten. Am besten musst du vorne am Eintritt musst du jedem Zehner in die Hand drücken. So. Und Stefan, das sind diese Ausverkaufswürfe oder uns allen wirklich sehr auf den Sack gegangen. Sind uns nahe gegangen auch auf jeden Fall. Und dann ist es auch so, dass Stefan Mahler, der damalige Schlagzeuger, eben auch, er wollte kein Rockstar sein. Und das war dann schon so, dass wir sind ja, guck mal, wir sind gekommen aus Venues, die waren zwischen 200 und 500 oder so. Und plötzlich spielten wir vor 1500, verkauften in Hamburg zweimal die Markthalle aus. Zweimal 1200, 2400 Leute, die wegen dir da sind. So, das erreichte dann eine eigene, andere Dynamik und auch andere Venues und damit eine andere Ebene. Und Stefan ist da schon auch eine treibende Kraft. Das kann ich im Nachhinein auch durchaus nachvollziehen. Elf wollte das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich auch gedacht, okay, irgendwie reicht das auch so. Ne? Ich wollte das auch alles nicht mehr hören. Hab gedacht, es muss auch noch irgendwas anderes geben. Es muss ein Leben nach Slime geben. So. Ja. Zu den, dazu gibt es ein Video, und zwar von der Betonkombo aus Berlin. Hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Das zeige ich dir mal. Links gleich anfängt zu reden ist Lobster und rechts mit Maske haben wir Heske. So. Genau. Ziemlich spektakulär. Wir haben ja, wie gesagt, Slime auf der Untergangstour kennengelernt und hatten mit denen ja auch so ein Buddy-Verhältnis und die haben uns dann angerufen und haben gesagt, wir haben ja eine Kurztour in Ampermoching und Stuttgart über das Wochenende, ganz gut handelbar. Und dann haben wir uns verabredet. Ich glaube, wir haben die Backline mitgeschleppt. Eske hat sich einen Bulli geborgt vom Kumpel.
Und dann sind wir da runtergefahren. Das war halt irgend so ein Vorort, ich kann dir noch nicht mal mehr genau sagen, wo das war. Super nette Punkrock-Location in so einem alten Gasthof, Bauernhof, habe ich so irgendwie in Erinnerung. Und auch der Typ, so Punkfrisur, überhaupt vollkommen unkommerziell. Und aber da ging es dann halt leicht so komisch los, dass die Eintrittspreise, glaube ich, von 5 auf 10 erhöht wurden. Weil dazu muss man natürlich wissen, wir haben die ganze Untergangstournee immer in besetzten Häusern gespielt. Da war halt immer irgendwie alles schlecht organisiert. Ich glaube, eine Pension gab es mal und ansonsten... Also gewohnt haben wir meistens in besetzten Häusern. Ah. Und das eigentlich, um das zu verstehen, muss man halt sehen, dass die Bands da irgendwie nie irgendwie richtig pennen konnten. Und Slime war dann schon bekannter zu dem Zeitpunkt und hat dann halt irgendwie durchgedrückt bei dem Betreiber, Veranstalter, dass die halt irgendwie abends im Gasthof pennen wollten. Wir haben sowas überhaupt noch nicht gekannt, dass man das als Band überhaupt machen kann. Wir sind einfach nur mitgefahren und dachten, naja, irgendwo werden wir schon wieder unterkommen. Und wir haben angefangen zu spielen. Wir hatten unseren Spaß. Wir haben aber gemerkt, dass das Publikum nicht so richtig abgegangen ist. So, ne? Und dann kam Slime auf die Bühne. Wir haben unseren Set runtergeritten und dann haben auf jeden Fall die ersten Punks mit 20 Markscheinen im Publikum gewedelt. Und da war so eine ganz komische Atmosphäre. Ne? Und das lag daran, dass der Veranstalter unten an der Kasse saß. Tut ihm leid mit dem 10 Mark, die jetzt plötzlich kostet, aber Slime will so viel Geld haben. Das hat er halt den Leuten gesagt und dann dementsprechend haben die gesagt, okay, gehe ich rein, gehe ich nicht rein. Haben sie bezahlt, sind reingegangen, waren entsprechend aber ein bisschen angenervt halt von der ganzen Situation. Dicken hat ein paar Ansagen gemacht und das, was sonst funktioniert hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Menge, die war richtig heiß. Dann machten einige schon die Jacken auf, zeigten so die Knüppel, die sie irgendwie bei hatten, irgendwie so nach dem Motto, jetzt gibt es irgendwie gleich Alarm. Dann hatten wir natürlich immer unseren Einsatzkoffer mit abgesägten Billardkühls und standen dann hinten und dachten, wenn unsere Jungs hier irgendwie Ärger kriegen, unsere Kumpels, müssen wir natürlich irgendwie mit dabei sein. Und standen dann hinten mit unserem Billardkühls und haben dann gesagt, na, kommt doch. So, und dann wurde es aber langsam immer kritischer. Ich habe gedacht, okay, wir gehen jetzt mal raus und bringen erstmal unseren Bus in Sicherheit, bevor sie das Ding zerlegen. Dann bin ich halt raus, fahre den Bus weg, ein paar Häuserblocks weiter, irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Dorfstraße, stell den Bus ab, komm zurück. Dann sind schon alle draußen. Und ich habe dann nur gehört, oh, da irgendein Idiot hat da drin mit Gasse sprüht. Und dann kam noch irgendeine Rockerbank-Ring und die wollte dann unbedingt irgendwie die Anlage raustragen. Und sowieso hat sie die Hamburger gesucht, um sie halt irgendwie zu verprügeln. Die waren dann irgendwie komplett geflüchtet. Keine Ahnung, ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Den Bus haben sie natürlich trotzdem gefunden, haben den Scheinwerfer eingeschlagen und haben vor allen Dingen, was besonders lustig war, die Hälfte vom Kennzeichen abgerissen. Und wenn du durch die Zone fahren wolltest, ohne Kennzeichen, war natürlich mies. Es war schon eine wilde Situation. Wie gesagt, Salzschlacht und Tränengas, alle sind dann, mussten erstmal weg und auf alle Fremdkörper wurde erstmal so eine Art Treibjagd veranstaltet. Das war dann halt auch so ein richtiger politischer Akt. So, was machen wir jetzt mit der Situation? Wir hauen euch alle aufs Maul, wir zerschlagen eure Anlage oder wir haben jetzt hier noch ein bisschen Spaß und wir veranstalten so ein 1:1. Und dann, wer ist der Stärkste von euch? Wer ist der Stärkste von uns? So muss man sich das vorstellen, da wurde richtig debattiert. Dann bildete sich so ein Kreis und dann ist Heske vorgetreten und hat dann wie so ein Gladiator mit diesem blöden Rocker gekämpft. Und der Veranstalter dann, der hatte dann auch irgendwie, er meinte, naja gut, Slime, sie sind irgendwie weg, dann kennt ihr doch in dem Hotel, ich hab's jetzt eh schon bezahlt. Und dann sind wir los, so, haben alles eingeladen, dann haben die uns mal Freibier ausgegeben, dann irgendwie so ein großer 2 Meter Typ mit Irokesen saß noch am Tisch und sagt, eigentlich seid ihr doch gar nicht so schlecht. Und als wir dann zu dem Hotel fahren wollten, irgendwie, da sahen wir hinten irgendwie jemand so durch die Felder laufen und dann meinte Shake irgendwie, den kennen wir, das ist der Dicken. Der Dicken ist dann irgendwie raus in die Felder getürmt irgendwie und seine Jungs sind irgendwie abgehauen und haben ihn da irgendwo hängen lassen. Und dann ist er halt, kam auf die Straße zu. Und dann haben wir gesagt, oh Dicken, und dann hat er sich einen Keks gefreut und dann haben wir ihn bei uns mit eingeladen. Die natürlich sich überhaupt nicht mehr kontaktieren konnten mit dem Rest der Band, weil damals gab es keine Handys und so, alle wurden irgendwie vertrieben, alle sind durch irgendwelche Felder gelaufen, wurden irgendwie verfolgt und wie Rehe durch den Wald getrieben und naja, den haben wir dann getroffen und sind dann ins Hotel und haben dann überlegt, ja, was machen wir jetzt?
So, erstmal pennen und am nächsten Tag haben wir gesagt, naja, du, wir haben noch diesen Gig in Stuttgart, dann machen wir den jetzt mit Dicken zusammen. Und Dicken hat gesagt, ja klar, dann fahren wir jetzt nach Stuttgart. Und so kam es dazu, dass wir dann am nächsten Tag, nachdem wir in Ampermoching so schon fast dran kamen, dann irgendwie nach Stuttgart gefahren sind. Sind da eingerollt. Der Veranstalter war natürlich, weil Slime ja ein bisschen bekannter war, nicht so amused, dass die heute gar nicht spielen. Ne? Und wir haben gesagt, wir machen das schon. Das Publikum war irgendwie zufrieden. Also ich habe jetzt keinen gesehen, der da irgendwie sauer war. Wir haben da irgendwie eine Punkrock-Show mit Dicken zusammen abgeliefert und dann war gut. Also bis wir dann dem Veranstalter dann in die Hütte sind und wollten unsere Kohle haben und dann hat er gesagt, ich wollte eigentlich Slime haben, ich weiß gar nicht, wer ihr seid, für euch bezahle ich nicht. Und dann haben wir gesagt, Dicken, komm mal vor, der Typ hier ist Slime. Und jetzt Kohle raus. Und dann haben wir ein bisschen die Schubs und dann hat er bezahlt. So viel Geld haben wir noch nie für einen Gig bekommen wieder. Und wir haben sogar mal im richtigen Bett übernachtet. Oh ja. Okay, reicht, ne? Aber ist auch. Ja, so war das. Ampermoching, die Geburtsstunde des Kommerzvorwurfs. Man muss natürlich auch nochmal überlegen, also was für Summen wir reden. Über was für Summen wir reden? Wir reden über 10 Mark, ne, von der Band aus Hamburg und aus Berlin. Also alleine der Spritgeld kostet wahrscheinlich davon die Hälfte oder was. Ja, aber das war schon so, ja, und diese Kommerzvorwürfe, das ist auch wirklich, also wie gesagt, also ich denke immer, dass es ein deutsches Problem ist. Denn ich bin ziemlich viel in Glasgow und bin da auch ein bisschen in der Musikszene. Und wenn da eine Band bekannt wird, dann freut man sich mit. Man achtet zwar sehr drauf, ob die Eintrittspreise jetzt exorbitant steigen und die T-Shirt-Preise exorbitant steigen, ob die weiterhin Soli-Konzert spielen, wenn sie es vorher auch gemacht haben und so. Aber wenn dem so ist, dann freut man sich mit. In Deutschland gibt es immer diese Tendenz, gerade linke Bands irgendwie also dermaßen in den Arsch zu ficken, dass die irgendwann keinen Bock mehr haben. So wie Margus Wiebosch von Ketka, der einfach keine politischen Songs mehr macht. Macht er nicht mehr. Unter anderem glaube ich auch deshalb. So, ne? Damit ist es schon schwer umzugehen manchmal. Denn es gibt Phasen in meinem Leben, unter anderem jetzt wieder, wo ich vom Amt lieb. Ne? Und wenn du dann noch einen Kommerzvorwurf kriegst, so, ne? dann musst du ein dickes Fell haben. Ich kann manchmal drüber lachen. Aber es gibt auch Tage, wo ich nicht drüber lachen kann. So, wenn du liest, irgendwie, ja, Dicken ist ja zu Missglückte Welt, hat praktisch also Ablöse gekriegt, ist von Slime zu Missglückte Welt gegangen, weil er da mehr Geld verdient. Ich meine, wir haben bis heute mit der EP noch nicht einen Cent verdient. So, ne? Das ist schon, manchmal ist es schon. Manchmal trifft es einen dann doch ins Herz. Ich habe eigentlich ein dickes Fell über all diese Jahrzehnte mir zugelegt. Aber diese Ampermoching-Geschichte ist schön, vor allen Dingen, weil der Rest der Band ist weg. Und ich stehe also am nächsten Abend in Stuttgart mit der Betonkombo auf der Bühne. Aber wie die Jungs schon sagen, also das Publikum in Stuttgart hat das irgendwie geil gefunden. Wir haben da eine Show abgeliefert und ja, das war okay so. Ne? Aber das war schon heftig. Dann kommt da noch so eine Rockergang, so eine bayerische Dorfrockergang, die sich in die ganze Geschichte auch noch einmischt. Und Heske, der Sänger von der Kombo, ist halt verrückt. Er hat gesagt, okay, dann wird das jetzt hier ausgeboxt. So wie bei den Hools. Völlig bescheuert, auch im Nachhinein sensationell. Ampermoching werde ich nie vergessen, diesen Ort. Ja, gibt's auch eine Doku über diesen Gasthof. Das ist irgendwie so ein Rückzugsort gewesen, wo sich zuerst so ein paar Hippies da irgendwie von der Stadt München haben sich in dieses Dorf zurückgezogen, weil in der Stadt war das denen irgendwie zu heiß und haben da so ihr autonomes Zentrum aufgebaut. Ja. Hattest du denn diesen Kommerzvorwurf, hast du den selber auch mal Bands gemacht sozusagen? Ich erinnere mich da an so eine The Clash-Anekdote. Ja, das Leben präsentiert einem auch Rechnung. Ne? Ihr kleinen Scheißer, das könnt ihr euch mal in die Ohren schreiben, ihr Süßen. Das ist so. Dinge, auf die ich nicht stolz bin in meinem Leben. Die Clash haben damals, die sind gewechselt, ich glaube sogar zu Sony oder zu CBS. Und es gab eine linksradikale Anarcho-Band aus England, die hießen Crass. Und die hatten so eine Art Hit und haben sie gesungen, CBS promotes the Clash, but it ain't for revolution, it's just for cash. Und das war so eine Hymne von uns. Dann haben sich viele Leute von den Clash abgewandt, dann kam London Calling, wo sie musikalisch dann auch ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind. Und eigentlich super geil, eigentlich sensationell. Und dann spielen die in der Markthalle in Hamburg. Da gibt es auch tatsächlich ein Bootleg von, wo man den ganzen Ärger auch drauf hört. Unglaublich, ein Vinyl-Bootleg. Joey Strummer wurde am Ende noch verhaftet, weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als einem mit einer Gitarre den Gitarre über den Kopf zu ziehen, weil die Bühne sollte auch gestürmt worden.
gestimmt werden. Und Dinge, auf die ich nicht stolz bin in meinem Leben, jahrelang war das Sänger-Mikro von Joey's Drummer bei uns im Slime-Übungsraum. Weil das wurde nach hinten durchgerechnet. Das verschwand, glaube ich, in der Elbstasche, wenn mich nicht alles täuscht. Bin ich nicht stolz drauf. Ich hatte immer gehofft, dass wäre möglich gewesen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir irgendwo auf einem Festival mal, wir haben mit Ramones zusammengespielt, warum nicht mal mit den Clash? Und ich bin mir sicher, dass ich die Eier in der Hose gehabt hätte und wäre zu Joe Strummer hingegangen. Ich hätte gesagt, pass auf, Digga, dann baller mir so eine rein, ich bin eines dieser Arschlöcher damals gewesen, aber so war die Zeit. Dann starb er mir leider weg, sodass ich das nie machen konnte. Hab dann aber ein Interview später gelesen, wo Joey Strummer über diesen Abend befragt wurde und er sagt, das war lots of raw energy, die hätten wir nur in die richtigen Bahnen lenken müssen. Also Joe Strummer war einfach auch ein großartiger Typ und der hat das dann allerdings auch mit Abstand, konnte er dann dem Ganzen auch irgendwie dann, ja, tatsächlich auch noch ein Lächeln abgewinnen oder so. Ne? Aber das war ganz klar, ich weiß, dass wir da auch, da waren wir auf der Seite, haben gesagt, ihr seid Kommerzarschlöcher. So, ne? Ja. Ja, Quittungen, die das Leben präsentiert. Nicht? Wie fühlt man sich denn in so einer Situation wie Amper Moching, wenn da ein paar hundert Leute vor dir stehen, die quasi die dir auf die Fresse hauen wollen, die dir... Ja, es ist eigentlich klar, dass du da nicht mehr diskutieren brauchst. Ne? Also da hilft dann auch keine Diskussion mehr, wenn der Veranstalter selber mit dem Geldschein da unten steht und winkt. Ne? So, weil du es gewagt hast, mal einmal nicht im Vollgepissten besetzten Haus zu pennen, Digga. Sondern du einfach in der Pension, ne? Also ich meine im Dorfgasthof. Wir müssen immer gucken, wovon reden wir. Wir reden ja nicht vom Holiday Inn in München dann oder was, sondern vom bekackten Dorfgasthof. Da hilft dann auch keine Reden, ja, da muss man sich dann irgendwie gerade machen, so wie Heske das dann am Ende auch gemacht hat daneben. Ne? So Diskussionen helfen da dann irgendwie nicht. Aber das stimmt, was Lobster erzählt, wir sind nämlich hinterher dann nochmal wieder in die Kneipe rein und dann kommt so ein Macho-Männer-Ding, oh, ihr seid irgendwie doch ganz cool, ihr habt euch gerade gemacht. Da war das dann wieder okay, Betonkung und ich waren dann wieder okay. So weit, ne? Ja, ja. Ich meine, es ist ja auch, ja, wenn man zwei Konzerte hintereinander spielt, dann kann man auch so ein bisschen ruhigen Schlaf auch ganz gut gebrauchen. Ja, es gibt eben diesen merkwürdigen Ansatz in der linken Szene zu glauben, dass muss ich also erstmal, dass du, bis du auf der Bühne stehst, irgendwie nicht proben musst, dass das alles kein Geld kostet, dass dir die Gitarren geschenkt werden, die Übungsräume werden dir bezahlt, die Spritgelder werden dir bezahlt. Ich will das jetzt auch nicht übertreiben, es bringt ja auch einen riesen Bock. Ne? Aber wenn dir dann immer da so ein Vorwurf gemacht wird, wo du denkst, Alter, was sind denn das immer noch für Eintrittspreise? Guckt euch bitte mal die Eintrittspreise an oder was. Ne? So, Slime sind immer noch im Teppich geblieben, Swiss bleibt auf dem Teppich, ist am absolut unteren Rand jetzt für die Sporthalle in Hamburg. So, und das sind doch die Kriterien, nach denen ich gucke. So, und dann sind das doch keine Kommerzschweine oder was. Ne? Und ein Musiker muss ja auch seine Miete bezahlen. Ich meine, wovon bezahlst du, Blödmann, der mich anblökt, du dämlicher Internet-Troll? Woher nimmst du dir das fucking Recht raus, Alter, mich anzupissen, der vom Amt lebt und du selber. Elfert mal, da gab es so einen Typen, der dann tierisch rumgenervt hat. Und der hatte aber sein Profilfoto bei Facebook. Dann hat Elf mal geguckt, wo der arbeitet. Und dieser Typ, der uns total angepisst hat, weißt du, wo der gearbeitet hat oder wahrscheinlich heute noch arbeitet? In der Panzerzulieferungsfirma. Yo, Digga, und jetzt kommst du. Da sitzt ein Typ, der arbeitet für die Waffenindustrie und macht eine Band wie Slime, die versucht zu überleben und ab und zu mal davon in Urlaub zu fahren und sich eine Jeans zu kaufen an. Das musst du dir vorstellen. Geiles Ding. Ja, das bringt es dann irgendwie auch so ein bisschen auf den Punkt. Ne? So. Ja. Klar, natürlich, das Recht zu gucken, wie gesagt, gerade wenn Bands erfolgreich werden, ne, spielen sie weiter Soli-Konzerte, wie Swiss jetzt gerade in Ukraine Soli-Konzert gespielt hat. Wir haben mit Slime immer wieder Soli-Konzerte gespielt. Wir haben die Einnahmen von der Single der Todeshammer aus Deutschland auf der Rückseite Schweineherbst oder umgedreht, wie du willst. Diese Einnahmen haben wir der Antifa gespendet. Aber irgendwie, das nützt irgendwie alles nichts. Ne? Das sind, und gerade jetzt durch dieses Medium, natürlich Internet und Kommentarspalten, können sich da Leute auskotzen, wo du denkst, Alter, wer bist du eigentlich? Mit welchem fucking Recht glaubst du eigentlich, mich irgendwie anpissen zu können in einem Punkt, der sowas von schräge ist und sowas von out of jeder Logik ist? So, ne? Wie gesagt, manchmal riecht es mich auf, manchmal geh nicht drüber. So, ne? Tja. Gab es denn da vor dem Internet, also jetzt ein Aufeinandertreffen mit solchen Leuten haben wir ja gerade
gehört, aber gab es da öfters mal solche? Nee, außer Ampermochen. Ampermochen steht wirklich so ein bisschen für sich. Ne? Dann ansonsten haben Leute den Eintrittspreis gezahlt und es sind ja, ich meine, das sind dann deine Fans. Ne? So. Und ich bin immer vor den Konzerten und nach den Konzerten auch an Merchstand gegangen, an Tresen gegangen, weil ich das direkte Feedback der Leute auch immer brauche. Ne? Also das Gejubeln nach den Songs, hoffentlich, das ist das eine, aber ich will auch immer die persönlichen Gespräche haben. Und wenn dann mal jemand sagt, ey Leute, Mensch, könntet ihr nicht mal wieder ein Soli-Konzert, euer letztes ist von, weißt du, so. Und dann lasse ich mich da auch auf eine Diskussion ein. Aber im Grunde genommen, so in dieser Form steht Ampermoching für sich. Ampermoching. Ja, welche Slime-Konzerte gab es denn sonst, die dir so besonders in Erinnerung geblieben sind? Ehemaliges KZ Neuengamme in Hamburg. Das ist ein Knast. Irgendwie auch passend. Dazu habe ich dann auch eine Ansage gemacht. Und es gab damals in diesem Karo-Viertel, was ich schon mal erwähnt habe, was so das Punk-Viertel in Hamburg war, gab es einen Plattenladen, da ist heute noch ein Plattenladen drin, Rip-Off von Klaus Mack, wo auch eben, wie gesagt, Nina Hagen drin sitzt. Da lief dann zum Beispiel auch der Bassist der Ärzte, Rodrigo González, der ja ein ganz alter Kumpel von uns ist. Der ist zur selben Schule gegangen. Der musste aus Chile flüchten damals, weil seine Eltern Kommunisten waren. Und als Salvador Allende ermordet wurde von der rechten Junta, mussten die flüchten. Die sind in Langhorn gelandet bei DKP-Genossen. Und so, das ist dieselbe Schule gewesen, wo 4 von 5 von Slime zur Schule gegangen sind. Außer mir, ich bin ja in Hamm-Albi groß geworden. Und Rodrigo, dann haben wir in diesem Plattenladen Rip-Off. Rodrigo hat dann, wir haben dann T-Shirts gemacht. Rodrigo, der war damals 13. Und der hat so Sprühschablonen gemacht. Und jedes T-Shirt war ein Unikat, weil wir mit Autolack so T-Shirts gemacht haben. So, kurzer Ausflug ins Name-Dropping. Ne? Rod von den Ärzten, super Typ. Rip-Off war jetzt die Frage. Und über das Rip-Off entstand irgendein Kontakt zu einem Psychiater oder einer Psychiaterin im Knast. Und dann entstand diese Idee, mal im Knast nicht eine Jazzband oder eine Bluesband oder Country oder so auftreten zu lassen, sondern mal eine Punkband. Ja, hört sich erstmal nach einer ganz witzigen Idee an, ganz originell. Es wurde dann allerdings auch ein bisschen kritisch so. Ne? Also wir haben den ersten Block gespielt vor denen, die nicht so lange Haftstrafe haben. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wir hatten bereits Bullenschweine als ASS. SLB, wir haben Marmorsteine und Eisenbrief von Drafi Deutscher in der Punk-Version gespielt. Darauf sind die auch alle abgefahren, weil sie kannten die alle. Und dann im zweiten Block nach einer Pause kamen die, jo, da kamen dann die richtigen Jungs, ne? Die ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel abzureißen hatten. Und da wurde es dann irgendwann auch ein bisschen kritisch. Ich habe dann auch eine Ansage gemacht, dass das ja eine schöne Kontinuität deutscher Geschichte ist, dass auf einem ehemaligen KZ-Gelände jetzt ein Knast steht. Und dann wurde das alles auch langsam, wurde das ein bisschen kritisch auch. Und dann standen die Knackis auch auf, was sie eigentlich nicht durften, drehten sich auch zu den Wachteln, zu den Wärtern um. Witzige Geschichte ist, dass nachdem wir dann beim Abbau kam einer an und sagte, Digga, nehmt mich mit raus. Ich sag, wie sollen wir dich mit rausnehmen, Digga? Sagt er, wir nehmen jetzt aus den PA-Boxen, nehmen wir sozusagen das Inlet raus und ihr schmuggelt mich in der PA-Box raus. Ich sagte, ja, das kann so nicht funktionieren. Ich glaube, da dürfte dann wohl klar sein, wer das gewesen ist. So. Aber die Stimmung wurde echt aggressiv, nicht aggressiv gegen uns, aggressiv gegen die Wärter, die da standen, die merken das auch. Die zuckten auch schon so ein bisschen nervös. Und es endete dann damit, dass jahrelang keine irgendwie geartete Rock, also auch keine Punk-Rock-Band, auch kein Metal oder so da mehr auftreten durfte. Es durfte also nur noch irgendwie ein Opernsänger oder eine Jazzband auftreten. So, das war schon sehr abgefahren. Also das ist echt so, ja, so ein bisschen Johnny Cash, ne? So, also Folsom Prison, glaube ich, ne? ist die Aufnahme, wo er im Knast gespielt hat damals. Das ist sicherlich sehr, sehr abgefahren. Dann das Konzert mit Dead Kennedys 1981 in Hamburg-Harburg, im Suburb von Hamburg, in der großen Halle, 1500er Halle ausverkauft, Friedrich-Ebert-Halle in Harburg. Ich habe dazu einen Ausschnitt. Ja, sehr schön. Vielleicht. Das war. Der Udo hatte auch eine Rolle gespielt. Ich weiß, ja, das ist richtig. Naja, gut, ich meine, ein richtiges Highlight war natürlich damals in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg das Konzert mit Dead Kennedys. Ich meine, Dead Kennedys war natürlich Kult und war natürlich für eine sehr politische Band wie Slime waren natürlich die Dead Kennedys auch Heroes mit Yellow Biafra und die
waren ja genauso kompromisslos mit ihrer politischen Einstellung, ihrem politischen Agieren und vor allen Dingen auch mit ihren Texten. Das war Dead Kennedys, das war Slime und dann noch eine Hamburger Band Napalm, auch so eine klassische Karo-Viertel-Band. Und dann noch eine Band, die eigentlich gar nicht vorher angesagt war, aber die hatten die Dead Kennedys aus USA mitgebracht. Und die hießen, also dann, damit war auch schon die politische Ausrichtung dieses Events eigentlich ziemlich deutlich, die hießen Million of Dead Cubs. So, und die haben dann auch als erstes gespielt und also die ganze Stimmung war eigentlich, komischerweise, da war so eine latente Aggression in der ganzen Halle. Ja, und da gab es eine Anekdote, das ist die Karlsquell-Anekdote eigentlich, weil zu der Zeit haben Slime eigentlich gerne bei dem Song, Karlsquell gehörte damals ja eigentlich immer noch fest zum Set, der Song, ne? Und da war es dann so gang und gäbe, dass vor, während oder nach dem Song dann auch großzügig aus Karlsquelldosen Bier duschen und das Volk und dann auch die Reste reingeschmissen wurden. Also da ging dann schon mal so ein bis anderthalb oder zwei Paletten gingen dann schon mal vorne ins Publikum rein, na, während des Songs. Und als wir dann da angekommen waren, Friedrich-Ebert-Halle, und dann hinter der Bühne und alles ausgepackt hatten und so weiter, und dann stellten wir aber fest, dass wir beschämend wenig Bier dabei hatten. Und wo wir dann auch sagten, Leute, also das, was wir da haben, das ist doch nach dem Gig weg. Das ist doch ein Publikum. Und dann wurde ich dazu ausersehen, die Band blieb ja logischerweise schon am Ort, wurde ich dazu ausgesehen, noch mal loszuzuckeln und noch mal Nachschub zu holen. Und dann bin ich dann halt da in Harburg irgendwo in den nächsten Aldi gefahren und habe noch 3-4 Paletten Karlsquell noch geholt und bin dann wieder zurück zur Friedrich-Ebert-Halle und bin dann unten da irgendwo auch reingestolpert, hatte aber irgendwo auch nicht mehr wirklich drauf, wo es jetzt da zum Backstage-Bereich auch ging. Das war so ein etwas längerer Flur und da ging rechts und links ging der Tür ab. Und ich hatte ja auch 3 Paletten, ich meine, das ist ja auch was, wenn du so 3 Paletten Bier so vor der Brust hast. Und dann habe ich dann mit dem Fuß so eine Tür aufgetreten da unten, weil ich dachte, das wird es ja wohl sein. War es aber nicht. Als ich dann da reinguckte über meine Bierpaletten, war das ein größerer Saal, ist vielleicht übertrieben, aber es war ein sehr großer Raum. Und da waren in so wie im Uni-Seminarraum, waren dann da so Tische aufgebaut. Und da saß einfach eine knappe Hundertschaft Bullen. Das hat mich total irritiert. Man muss dazu sagen, das war ja damals zu der Zeit, wo es richtig losging, wo einige Songs von Slime auf dem Index waren. Und das waren ja harte gerichtliche Auseinandersetzungen bis heute ja. Und das waren natürlich Bullenschweine. Ich glaube damals auch noch Deutschland und Polizei SASS. Und die hatten ja auch damals wie heute noch mit einigen Songs, haben sie halt, das ist ja verboten, die zu spielen. Das wird richtig teuer, wenn sie die spielen würden. Das war natürlich, wenn da unten so eine Hundertschaft Bullen sitzt, war das natürlich auch schon dann brisant alles. Naja, gut, und der dachte, wo willst du denn jetzt, wo soll das denn hin, oder irgendwie sowas. Und dann, erst wollte ich ein bisschen patzig werden zu dem, aber dann habe ich mir überlegt, ganz kurz nochmal habe ich überlegt, dann kommt das Bier oben nicht an und ich vielleicht auch nicht. Und okay, dann habe ich ihm kurz erklärt, ich muss Backstage zur Band und so weiter. Gut, bin ich dann auch irgendwie gelandet. Tja, und dann habe ich auch Dicken gleich gesagt, ich muss dir was erzählen. Eine lustige Sache. Und da unten, wusstest du das? Da sitzt eine knappe Hundertschaft unten im Keller Bullen. Also alles schön in Reihe und Glied am Tisch, den Helm auf dem Schoß und ach was. Und das fand er natürlich hochinteressant. Und was ihn dann dazu verleitete, irgendwann, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, Polizei ist ASS, kam ja immer irgendwann zum Ende des Konzerts oder sogar als Zugabe.
wo er das dann auch entsprechend angekündigt hat. Wo er sagte, wie ich gehört habe, sitzen unsere Freunde und Helfer hier in einer großen Anzahl in diesem Gebäude unten. Ihr wisst ja, dass einige Songs von uns verboten sind. Und genau deswegen und für euch da unten spielen wir jetzt Polizei als ASS. Und in dem Moment dachte ich, kann haarig werden, aber die sind nicht raufgekommen. Also das, im zweiten Gedanken war dann auch schon, was sollten die auch da oben? Also selbst wenn es eine Hundertschaft war, ich meine, da waren 1.500 gehen da, glaube ich, rein oder so. Und die Stimmung war eh schon irgendwo. Es hatte hier und da in den Ecken da auch schon kleinere Scharmützel irgendwo gegeben. Das hätte nicht funktioniert. Also, aber das war halt Dicken so, ne? So, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Also provozieren machst du ja schon ganz gerne eigentlich, ne? Könnte ein Teil meines Wissens sein, ja. Möglich ist das. Ja, eine abgefahrene Geschichte kannst du dir so auch nicht ausdenken. Vor allen Dingen, also Uwe kommt dann an und erzählt mir das, ne? Und ich denke mal, will er mich flachsen hier, der Kumpel, oder was? Das kann doch nicht sein, dass er wirklich unter uns da dann fast eine Hundertschaft sitzt. So, ne? Das war echt, ja. Wir mussten da bei dem Konzert auch unterschreiben, dass wir diese Songs nicht spielen. Das erste Mal, jetzt in der neueren Phase, tatsächlich vor 8 Jahren oder so auch noch mal. Mit Gerichtsbeschluss kommt so ein Udel irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war, in welcher Stadt rein. Und sagt, und wenn Sie glauben, das weiß ich noch, das war jetzt vor ungefähr 8 Jahren, wieder diese Songs. Und er sagt, was nicht im Osten irgendwo, Leipzig oder so. Und er sagt, und wenn Sie glauben, Sie können das wie Ihre Freunde die Ärzte machen und lassen das Publikum das singen. Claudia hat einen Schäferhund, Geschwisterliebe. Auch dann, das wird richtig teuer für Sie. So, aber damals ging das los damit, ja. Und wie gesagt, Deutschland muss sterben. Das ist dann vom höchsten deutschen Gericht dann freigegeben worden. Ne? Aber ja, das kann man sich schon auch nicht ausdenken. Das war schon schönes Erlebnis. Schöne Erlebnisse waren das immer so. Doch, muss man sagen. Da standen dann auch Zivi-Bullen an den Eingängen dann, Harburg, das weiß ich noch. Und wie Udo schon schildert, als ich diese Ansage mache und wir dann diesen Song trotzdem spielen, ich glaube, da ist denen auch ein bisschen die Düse, da ist denen auch ein bisschen der Stift gegangen. So, ne? Wenn sich 1.500 Leute umdrehen und sagen, okay, Digga, du bist hier einer von denen. Ist aber, die sind dann heil rausgekommen. Und musstet ihr zahlen danach? Nee, mussten wir nicht. Tatsächlich nicht, nee. Nicht, dass ich das wüsste. Und du hattest das vorhin schon gesagt, dass diese Songs dann, also erstmal, du siehst dich nicht als Künstler, aber diese Songs wurden dann quasi... Ich sah mich nicht zu der Zeit, nicht so als Künstler, sondern als Punk-Lenin, als Agitator. Okay. Habe ich nicht zu der Zeit gesehen. Heute sieht das anders aus. Ja, also du bist schon heute der Meinung, dass das diese künstlerische Überspitzung und so, dass das schon... ist das überspitzt? Naja, was Punk, du machst? Ich meine letztendlich, also jeder glaubt ja, irgendwie jeder aus der Punk-Szene glaubt, er hat die Deutungshoheit über den Begriff Punk, was natürlich auch völliger Kokolores ist natürlich, ne? So, aber klar, für mich ist sicherlich ein Grundfall, ein existenzieller Bestandteil von Punk ist natürlich überspitzen, ist Ironie, Satire, ist und Sachen einfach auf die Spitze treiben auch, ne? Sowohl musikalisch als auch textlich. Und das haben wir gemacht. Da sind andere Bands davor zurückgeschreckt. Aber wir wollen keine Bullenschweine gesungen. Mollys und Steine gegen Bullenschweine. Das haben wir gebracht, ne? So war das, ne? So. Darfst du das sagen? So, bitte? Darfst du das sagen? Sagen, ich zitiere ja nur. Ich zitiere ja nur einen Song von damals. Ja, der wahre Punk. Sag ich nur. Der wahre Punk, ja, ach, dieses Punk, wer ist Punk und wer ist nicht Punk? Also über Punk zu diskutieren, ist eigentlich schon mal kein Punk. So, ich glaube, das kann man schon mal so sagen, ehrlich. Aber klar, natürlich, das Provozieren. Nur bei uns ging es nie so weit, wie das Sid Vicious von den Pistols mit der Hakenkreuzarmbinde durch Paris rennt. Da ist bei uns definitiv Feierabend gewesen, weil da haben wir gesagt, nee, das ist keine Provokation, das ist einfach nur schiere Dummheit, durchs ehemals besetzte Paris zu rennen. Da gibt es natürlich dann auch wieder Leute, die sagen, ja, aber gerade das hat es eben so auf die Spitze getrieben, so, ne? Aber da ist für uns halt, das für uns, da war für uns eine Grenze überschritten, als er das gemacht hatte, ja. Als aus deutscher Sicht natürlich auch nochmal was anderes. Natürlich. Ich finde es als Engländer mit ihrem sehr speziellen eigenen Humor, das ist wahrscheinlich irgendwie auch nochmal ganz geil, durch Paris zu rennen mit der Hakenkreuzarmbinde. Aber als Deutscher ist es natürlich, sollte man das tun, ich dann auch irgendwie nicht witzig finden. Finde ich aber bis heute nicht witzig. Welche Vorwürfe gegenüber, also, dass ihr seid kein Punk, ihr seid Kommerz, also was waren noch so die Vorwürfe, die Kritik?
Vorwürfe, die ihr euch so anhören musstet? Ja, das sind schon die zentralen Aspekte gewesen, ja. Was dann natürlich auch kommt, ist, ihr seid gar keine wahren Linken, so, ne? Dass du also jetzt gar nicht hinter den Texten stehen würdest. Ich glaube, meine Vita beweist ziemlich deutlich, dass ich dahinter gestanden habe und das bis heute auch tue. Ich renne natürlich heute nicht mehr auf jede Demo, das hat verschiedenerlei Gründe. Das ist auch gekommen. Aber dieser Kommerzvorwurf, das ist eigentlich, das ist immer der zentrale Aspekt so gewesen, muss man sagen, ja, genau. Und jetzt in jüngeren Jahren, in dieser letzten Slime-Phase, ne? Wenn du verstehst, was ich meine, da ist dann doch häufiger auch dieses Argument gekommen, ihr gehört gar nicht zur Punk-Szene, ihr seid gar keine Punks. Da ist das häufiger auch gekommen. So, ne? Wer auch immer das dann wieder bestimmt und wer das definiert, als hättest du einen Mitgliedsausweis. Also du hast einen Mitgliedsausweis, da steht drauf, ich gehöre zur deutschen Punk-Szene oder was. Ich weiß auch gar nicht, wie die Leute sich das so vorstellen immer. Ich finde das völlig abstrus. Und im Übrigen an dieser Stelle mal, Punk findet nicht auf dem Kopf statt, sondern Punk findet im Kopf und im Herz statt. Und so habe ich das immer gesehen und so haben wir das eigentlich auch immer gesehen. So, ne? Ich meine, der erste Schlagzeuger Ball, der leider viel zu früh verstorben ist, der hatte lange Haare. Ne? Und ich habe heute noch Aufnahmen hier, wo aus dem Publikum kommt, holt den Langhaarigen von der Bühne. Weil lange Haare in der Punkband ging überhaupt schon mal gar nicht, weißt du? Also schon wieder eine Uniformierung innerhalb der eigenen Szene, restriktive Uniformierung innerhalb der eigenen Szene, obwohl du ja eigentlich gegen die restriktive Uniformierung der bürgerlichen Gesellschaft ja vorgehst. Das heißt, du arbeitest ja mit denselben Mechanismen. Na, und das geht überhaupt gar nicht. Ne? Das kotzt mich bis heute an. So, ne? Ich will noch mal eine Szene zeigen, etwas Kürzeres. Und zwar, die spielt im Jolly, eine legendäre St. Pauli-Kneipe, würde ich sagen. Ja. Oder was, also auf St. Pauli in der Nähe des Millern-Tor, wo die Ultras immer vor den Spielen... Ja, die Ultras haben auch einen eigenen Laden. Ah, und wer ist da? Nein, die Ultras sind auch da, ja, Oldschool St. Pauli, Skinheads, ja, schon so ein bisschen der Inner Circle der St. Pauli-Fans, ne? Also ich würde mal sagen, weniger Haupttribünenbesucher und eher Gegengerade, so würde ich das mal so, ne, ungefähr. Mhm. Und ich hoffe mal, dieser Ausschnitt führt jetzt nicht dazu, dass du da Hausverbot bekommst, aber... Okay. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, Political Correctness. Haben wir teilweise in gewissen Bereichen haben wir drauf geschissen. Aber das war dann in anderen Bereichen. Also, derbe Worte fielen da schon in jede Richtung, aber auch von den Mädels. Gegen uns. Es war halt ein derber, aber herzlicher Umgangston. Mir ist das teilweise heute ein bisschen zu Persil reingewaschen. Im Jollies, ich weiß nicht, ob das noch ist, da hing mal vorne im Fenster hing mal eine Riesenliste mit verbotenen Worten. Ich weiß nicht, ob das noch ist. Nee, ist nicht. So, also Worte, die man da erwähnt, weil man sie ausspricht in dem Laden, die zum Hausverbot führen können. Ich war mit Dicken mal vor irgendeinem Spiel. Es war ein Freundschaftsspiel, deswegen war es nicht so voll im Jolly. Da haben wir da noch ein, zwei Pülleken getrunken. Und da sagte Dicken dann doch tatsächlich irgendwann zu der Frau hinterm Tresen, mach noch mal eben zwei Biermäuschen. Die waren not amused. Nun ist Dicken da ja bekannt. Aber die sagte dann, was hast du eben gesagt? Ich habe gesagt, mach noch mal zwei Biermäuschen. Dann guckt sie ihn so an und dann sagt der Dicken, das steht draußen nicht dran. Siehst du, ausgehebelt. Ich bin so ein Gegner von Dogmen. Wenn man Dogmen aufstellt, dann macht man Verhaltensmaßregeln. Man muss sich einfach so im Griff haben, dass man gewisse Sachen einfach lässt, mit denen man Leute beleidigt. Und es gibt Leute, bei denen liegt die Toleranzgrenze etwas niedriger oder etwas höher oder so. Und das muss man einfach auch spüren, merken und dann lässt man das. Ja, diese Liste gab es tatsächlich. Und ich habe mich anfangs dagegen gewehrt.
weil ich gesagt habe, wir haben immer einen Umgangston gehabt, auch von den Mädels, wie Udo da schon sagte, auch uns gegenüber. So, bis ich dann vom Geschäftsführer des Jolly, Stefan, dann mal auf Seite genommen wurde und auch von den weiblichen Tresenkräften, die mir Folgendes erklärt haben. Das Jolly hat rund um die St. Pauli-Heimspiele mittlerweile auch eine Klientel aus Pinneberg, aus weiß ich nicht woher, ohne jetzt alle Pinneberger schlecht machen zu wollen, aber die hat auch eine Klientel mittlerweile, weil St. Pauli hip und hype und Mode ist und in ist. Und wenn die sehen oder hören, dass der Sänger von Slime zu der Tresenbesetzung sagt, mach noch mal zwei Biermäuschen, dann denken die, oh ja geil, das ist hier der Umgangston, dann kann ich zu der weiblichen Tresenbesetzung ja sogar das F-Wort sagen und ich meine nicht Fußball. Und wenn man mir das für dich erklärt und ich habe das dann eingesehen und seit dem Tag habe ich gedacht, okay, alles klar, dann lasse ich das. Und ich weiß, was Udo damit meint, dieses Dogmen aufstellen, aber das ist ein ganz dünnes Eis, das ist ein ganz schmaler Grat. So, ne? Natürlich, ich habe mich mein Leben lang gegen Dogmen gewehrt, aber ich muss auch sagen, dass, weiß ich nicht, also die Gentrifizierung der Sprache, mir geht das teilweise zu weit, ich kann den Grundansatz aber verstehen. Das ist eine andere Generation von Leuten. Und ich will kein alter, weißer, dummer Sack werden, der plötzlich in einer Schnittmenge mit, wer sich da gerade, was ich, die da nur, sowieso nur zum Kotzen, aber auch Leute wie irgendwie Jürgen von der Lippe, die ich eigentlich gar nicht schlecht fange, oder die da Haller Forden, Karl Dall oder so, die sich da mit Händen und Füßen gegen wehren. Und das entspringt natürlich einer gewissen Denkweise so, ne? Und zu denen möchte ich nicht gehören. Und natürlich kann ich aber verstehen, wenn einem das teilweise einfach zu weit geht, ne? Also wenn du jedes Wort auf die Goldwaage legen musst, dann entspricht das natürlich nicht unbedingt unserem Verständnis, unserem Begriff von Freiheit oder von Punk oder Anarchie oder was auch immer. Aber Zeiten ändern sich und ich habe mich gefälligst auch irgendwie damit zu beschäftigen, wie sie sich ändern. Insofern habe ich das dann eingesehen. Amen. Nee, ich bin nicht religiös. Das war jetzt, zieh ich zurück. Ja, ey. Sehr schön gesagt. Du bist nicht religiös, das fällt ja, da komme ich jetzt auf eine andere Sache. Komm. Nämlich auf ein Konzert. Du hast trotzdem mal ein Konzert in einer Kirche gespielt. Nee, ich habe nicht ein Konzert in der Kirche gespielt. Ich bin 1981 eine Woche lang mit Rio Reiser unterwegs gewesen. Und das war SFB Radio. Mit so einem abgehalfterten Käfer oder was, kreuz und quer durch Deutschland geeiert. Und das Konzept dieser Radiosendung war, Rio Reiser und mich an Orte zu bringen, die du akustisch rüberkriegst. Das heißt, wir sind, wo die ihr Haus hatten, in Friesenhagen an der Nordseeküste. Du hörst das Meeresrauschen, dann stellst du entsprechende Fragen, mal andere Fragen. Nicht über Politik, sondern über Emotionen oder was weiß ich. Und dann gehst du natürlich, solltest in eine Kirche gehen, weil eine Kirche kriegst du akustisch sofort rüber. Es war halt Radio. Und ich habe mich geweigert, da reinzugehen. Weil ich gesagt habe, ich bin ich bin wirklich ein offensiver Atheist. Religion ist für mich neben Nationalismus und Rassismus das Dümmste, was die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Ever, ever, ever. Ich meine, wir müssen uns nochmal eine Tatsache vor Augen führen. Es gibt keinen einzigen Beweis für die Existenz irgendeines Gottes, irgendeines eurer Götter. Und deshalb schlachtet ihr euch seit tausenden Jahren gegenseitig ab, oder was? Nee, Digga, ist nicht mein Ding. So, ich habe zwar auch nicht den Gegenbeweis, aber ich habe nicht die Kirche der Atheisten aufgemacht. Ihr versucht aber, eure Religion mir aufzuoktroyieren. Und dann musste halt Herr Ralf Möbius, besser bekannt als Rio Reiser, vor dieser Kirche mich überzeugen, dass ich da reingehe, weil es natürlich Teil dieses Konzeptes war. Insofern habe ich dann tatsächlich doch nochmal 1981 eine Kirche besucht. Das aber ist definitiv der letzte Besuch gewesen und wird auch definitiv der letzte Besuch in meinem Leben gewesen sein. Religion ist heilbar. Was hast du, wie war die Begegnung mit Rio Reiser ansonsten? Außer dass ja, es war, ich muss gestehen, die kam irgendwie zum nicht so guten Zeitpunkt für mich. Also das Konzept war großartig. Und Rio Reiser, den Sänger von Scherben zusammenzubringen mit dem Sänger der legitimen Nachfolgeband Slime, das ist ein großartiges Konzept gewesen, auf jeden Fall. Ich war teilweise, zumindest in den ersten zwei Tagen, doch so ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt. Ne? Muss ich schon sagen, ich meine, Rio und die Scherben sind so wichtig für meine musikalische, aber auch politische Sozialisation gewesen, wie selten irgendwelche anderen Bands. Und dann stehst du plötzlich da, du sitzt da vor Rio Reiser. Ich hab ein bisschen Zeit gebraucht, um von meiner Seite aus sozusagen das Eis tauen zu lassen. So, ne?
dann ging das. Und dann war es auch super. Cottbuser Tor in Kreuzburg, die U-Bahn-Station. Und die Punks, die da ja, das ist so, ne, deren Gebiet das da ja ist, der eine schreit, das hörst du auch, der eine schreit, ey, das ist Rio Reiser. Der schreit, ey, und das ist Ding von Slime. Also großartige Szenen auch so, ne, mit Rio da im Cotti zu stehen, das war fantastisch. Und diesen großartigen Menschen eine Woche lang erleben zu dürfen, das war ein herausragendes Erlebnis in meinem Leben. So. Und am Ende ging's. Wie gesagt, ich merke das manchmal, wenn meine Freundin macht mich manchmal darauf aufmerksam, wenn wir im Stadion zum Beispiel sind oder so rund um St. Pauli spielen und da steht irgend so ein Jungspund vor mir und der kriegt kaum was raus. Ne? So. Und da merke ich erst, dass der praktisch mir gegenüber tritt, so wie ich am Anfang zumindest Rio Reiser gegenüber getreten bin. So, ne? Dass ein bisschen auch die Worte im Halse stecken bleiben und so. Ne? Ja. Wie ist es denn? Also ich habe mir, als ich mir dieses Intro angehört habe, beziehungsweise das ganze Punk-Allen-Album, da ist mir aufgefallen, ich glaube, der zweite Song, da wiederholt sich immer diese Zeile, das System, irgendwie, ich weiß nicht, gegen das System. Naja, vielleicht meinst du, hey Punk, weg mit dem Scheiß-System. Weg mit dem Scheiß-System. Ja, das ist hey Punk, ja. Welches System? Naja. Schon das System, was uns unterdrückt hat, was Leute mit anderer Hautfarbe unterdrückt hat und was es letztendlich ja im Grunde genommen heute auch immer noch tut. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann in diesem Punkt wirklich nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob alle anderen Bandmitglieder von Slime tatsächlich so radikal hinter so einer Parole gestanden haben. Für mich aber als alten Kommunisten oder Anarchisten, als alten Linksradikalen, ist dieses System abzulehnen gewesen. Und ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang versucht, das offensiv zu bekämpfen, dieses System. Es kommt natürlich immer sofort die berühmte Frage, die auch legitim ist, welches System dann? Früher ist dann immer gekommen, dann geh rüber in die Ostzone, in die DDR. Nur in der DDR, das hat für meine Begriffe nichts mit Sozialismus zu tun. So, ne? Das ist genau dasselbe Scheiß, nur in rosa, in rot oder was. Ne? Also du ersetzt im Grunde genommen die kapitalistische Führungsriege ersetzt du durch die Parteiführungsriege. Also im Grunde genommen ist das genau dasselbe. So, ne? Aber klar, also ich habe das damals so gemeint. Ich habe diese Parolen mit Inbrunst gesungen. Und wenn ich mir jetzt gerade einen Kommentar von Swiss auf seiner Facebook-Seite durchlese, dass in Pandemiezeiten der kulturelle Bereich überhaupt nicht unterstützt wurde, eigentlich nada, ne? Dass jetzt 100 Milliarden Euro für die Waffenindustrie ausgegeben werden und im sozialen Bereich wird dafür gekürzt, dass BMW in der Pandemiezeit 1,3 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld gekriegt hat, um damit 1,2 Milliarden Dividende an ihre Aktionäre auszuzahlen. Ja, dann würde ich mal sagen, Deutschland muss immer noch sterben. So, und weg mit dem Scheißsystem. So, ja. Ja, und wie blickst du auf deinen Kampf gegen das System zurück jetzt? Bisher? Du kannst nur Erfolge im Kleinen. Ich habe damals wirklich an die Revolution geglaubt. Ne? Also ich habe wirklich daran geglaubt, dass wir den Überbau verändern können, dass wir tatsächlich irgendwie ein System in sich zum Wanken bringen können und es dann ein besseres System gibt. Das Leben hat mich gelehrt, dass du kannst Erfolge feiern wie Hafenstraße und St. Pauli, aber das ganze System wirst du nicht, das kriegst du nicht hin. So. Das hat auch die RAF nicht geschafft. Sowieso nicht. Das haben die Roten Brigaden in Italien nicht geschafft und auch nicht die ETA im Baskenland. Und die waren nun dann noch wesentlich größer und besser organisiert als wir damals. So. Ich denke, du musst kleine Erfolge feiern, wobei so ein kleiner Erfolg ist der Sieg in der Hafenstraße ja nicht. Und so ein kleiner Erfolg ist es ja auch nicht, einen professionellen Fußballverein, der möglicherweise den Mist hoffentlich wieder in der ersten Liga spielt, zu so einem Aushängeschild zu machen. Das ist ja auch nicht so ein kleiner Erfolg. Aber klar, es ist kleiner geworden. Ne? Also ein System an sich wirklich zu bekämpfen, erfolgreich zu bekämpfen, ja, nee, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. So, ne? Ja. Ja, also es gibt noch einige Geschichten, die wir erzählen könnten, aber... Das machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Ich muss mal pissen, Digga. Auch gerade so. Oder hast du das Gefühl, dass erstmal. Ne? Und dann lassen wir mal sacken. Und wir können uns das mal angucken, was wir gemacht haben. Und dann machen wir nächstes Mal weiter.
Genau. Aber hat Spaß gemacht. Das war sehr interessant. Ja, ist ja auch, natürlich ist immer noch was zu erzählen und so weiter. Wir lassen beide mal sagen, vor allem guckst du es dir an. Irgendwie ist jetzt auch gerade mal so, oder? Ne? Ja. Reicht klar. Aber Bonk fällt jetzt auch langsam mal die Hand da. Aber Lukas, die Ohren. Okay, alles klar. Cut. Deutschland muss sterben, damit wir leben.